Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Talk bei Bloch live zum Thema Heimat. Sie wissen, dass wir mit dem Thema Heimat schon im Frühjahr angefangen haben, dass wir das schon gut andiskutiert haben und dass wir in der dritten Runde inzwischen sind, der vorläufig letzten. Ich sage jetzt mal vorläufig, weil wir derzeit mit wichtigen Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, auch mit Ihnen, den Rückmeldungen, den Eindruck haben, dass das Thema derzeit so gut kommt, dass es sich lohnt, mit dem Thema durchaus weiterzumachen. Aber bisher war es ein, wie ich meine, sehr fruchtbarer Aufriss, zunächst zum Thema allgemein Utopie, unter anderem mit Hartmut Rosa, dann das Thema Grenze, zuletzt im Juni mit Alfred Grosser und Konrad Paul Liesmann und Herrn Terkesidis. Und es wurde deutlich und sehr klar, dass es sich bei dem Heimatbegriff um einen sehr spannungsgeladenen Begriff handelt, der ja derzeit auch wieder verwendbar wird. Also man hat ja gewissermaßen also eine Scheu verloren, wenn man jetzt Deutscher ist, diesen Begriff überhaupt wieder in den Mund zu nehmen. Und es wird wieder sachlicher diskutiert auf der einen Seite, dass man sagen kann, Heimat kann sowas wie ein Gegenpol zur Globalisierung sein. Er ist aber auch immer noch missbraucht in dem Sinne, wenn man sich heute populistische Aussagen anschaut und Heimat auch immer wieder dort verwendet wird. Ich sehe hier in Wahlkampfzeiten durchaus mal ein Plakat, wo auch der Heimatbegriff vorkommt, aber in einem Kontext, der möglicherweise auch sehr problematisch immer noch ist. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man ihn eben in dem Sinne dekonstruiert, dass man sagt, was ist am Heimatbegriff wichtig in Zeiten, wo viele Geflüchtete unterwegs sind und wo Interkulturalität das große Thema auch in vielen Ländern, auch in Europa eben ist, denke ich, ist es wichtig, das Thema stark zu versachlichen und auch durchaus utopisch weiterzudenken. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe im Ernst-Bloch-Zentrum. Ja, dieses Mal, die Fragestellung in diesem dritten Talk heißt ja Heimat als Lebensform, Fragezeichen. Und damit wird es, wenn Sie so wollen, ein Stück lebenspraktischer. Und wenn Sie sich vielleicht dieses Prospekt angeschaut haben, das ja auch im Internet runterzuladen war, haben wir ja hier ein Ortsschild mit der Aufschrift Heimat platziert und darunter steht Kreis Europa. Und da haben Sie ja schon auch eine schöne Spannung, dass Heimat auch Europa sein kann, aber nicht unbedingt muss und dass da ja auch viel Luft dazwischen ist, was eben nicht ausdiskutiert ist. Ich habe gestern noch, Sie werden mir glauben, dass ich Bloch ein bisschen kenne, aber gestern da nochmal im Prinzip Hoffnung geschmökert und dann auf Seite, sage ich jetzt nicht, ein Zitat entdeckt, das mir doch passt hierher und das will ich Ihnen sagen, bevor ich Ihnen diese kleine illustre Runde vorstelle. Nämlich Bloch hat gesagt, spricht von der Heimat der Identität, worin sich weder der Mensch zur Welt noch aber auch die Welt zum Menschen verhalten als zu einem Fremden. Und ich denke, genau diese Spannung, diese Dialektik zwischen Heimat und Fremde, dieser knisternde Akkord, hätte Ernst Bloch gesagt, das könnte auch für hier und heute von Interesse sein. Ich darf Ihnen unser Podium heute kurz vorstellen. Ich begrüße zunächst Frau Dr. Silvia Mazzini. Sie ist Philosophin, Theaterautorin und Dramaturgin. Sie publiziert und lehrt und forscht im Bereich der Ästhetik und der Philosophie des Politischen, unter anderem zu Armut, Gemeinschaften und Ein- und Ausgrenzungen. In ihren Laienspiel Theater- und Filmprojekten in Italien und Deutschland beschäftigt sie sich mit den unterschiedlichen Facetten der Immigration. Ihre Doktorarbeit lautet Titel für eine mannigfaltige mögliche Welt und das ist eine Auseinandersetzung über Kunst und Politik bei Ernst Bloch und Gianni Fattimo. Sie lehrt derzeit, das kann sie dann auch noch sagen, weil das ein sehr kurzfristiger Wechsel war, aber derzeit lehrt sie an der Universität der Künste in Berlin und gibt unter anderem Seminare zu Techniken und Taktiken der Langsamkeit.
Sie ist die Person heute, die auch ja, vom Blochschen Denken auch ein bisschen herkommt. Das sieht man am Titel ihrer Doktorarbeit. Ich begrüße sehr herzlich Frau Mazzini. Ich begrüße Herrn Dr. Robert Menasse. Ich sage erstmal den Doktor dazu. Das macht bestimmt sonst keiner. Er hat es geschafft, oder sagen wir lieber, wir haben es geschafft, ihn zum vierten Mal hier zu Gast zu haben. Das ist ohne Beispiel. Er war schon mit seinem wirklich auch ihn selbst, soweit ich das weiß, von ihm prägenden Buch Die Vertreibung der Hölle hier Anfang des Jahrtausends als in einer Lesung zu Gast und war unter anderem bei einem der Future Labs, die ich vor 10 Jahren etwa veranstaltet hatte, diesen Zukunftssymposium, damals auch zum Thema Europa, hat dort auch einen Vortrag, einen dann veröffentlichten Vortrag zum Thema EU-Topia gehalten, der mir heute immer noch in den Ohren klingt. Robert Menasse ist Romancier und Essayist und allein diese Kombination finde ich auch schon wirklich in der literarischen Gesellschaft schon herausragend. Nicht jeder Schriftsteller schreibt Aufsätze und nimmt den Zeitgeist auf und verarbeitet diese entsprechend. Und sein Thema war schon immer Europa. In der europäische Landbote und Heimat ist die schönste Utopie, verteidigt er die Idee des europäischen Einigungsprojekts, kritisiert aber die Demokratiedefizite in der gegenwärtigen institutionellen Verfassung der EU. Er verfasste sowohl Romane als auch meinungsstarke Schriften, unter anderem Heimat ist die schönste Utopie, reden wir über Europa, der europäische Landbote, die Wut der Bürger und der Friede Europas oder warum die geschenkte Demokratie einer erkämpften Demokratie weichen muss. Das ist meinungsstark. 2013 plädierte er zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero für die Begründung einer europäischen Republik. Ulrike Gero, darf ich vielleicht für diejenigen, die sich ursprünglich auf Gero eingestellt haben, entschuldigen, weil sie im Rahmen des Bundestagswahlkampfs unabkömmlich war und nicht kommen konnte. Wir versuchen, das nachzuholen mit ihr. Im März 2017 hielt er anlässlich der Feier zu 60 Jahre römische Verträge eine Rede im Europäischen Parlament mit dem Titel Kritik der europäischen Vernunft. Gibt es auch als kleines Büchlein, sehr eindrucksvoll. In seinem neuesten Buch, Die Hauptstadt, ich habe es mit großem Genuss gelesen, ist er sowohl auf der Longlist für den österreichischen Buchpreis als auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2017. Und darf ich das sagen, was du erst seit drei Stunden weißt? Auf der Longlist, auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ist so, ne? Ja, herzlich willkommen, Robert Menasse. Ich begrüße Frau Anna Scheuermann. Und mit ihr wird es jetzt, wenn Sie so wollen, gewissermaßen anschaulich und sozusagen praktisch. Sie kommt aus dem praktischen Bereich, ist Kuratorin und Autorin. Sie arbeitete als Projektkoordinatorin des Deutschen Pavillons der 15. Architekturbiennale 2016 in Venedig. Das Konzept für Making Heimat. Germany, a Rival Country, mit aus. Da gibt es auch 3 schöne Publikationen, die wir natürlich auch schon kennen. Und die Ausstellung ist einschließlich September im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main noch zu sehen. Sie ist Mitherausgeberin verschiedener Kataloge, zuletzt des Katalogs im Making Heimat. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns mit zu Gast ist. Begrüßen Sie mit mir Frau Scheuermann. Herzlich willkommen, wie immer, Dietrich Brandt, der diese Veranstaltung, wie so viele, moderieren wird. Sie sind Redakteur und zuständig für das Forum im Südwestrundfunk. Herzlich willkommen Ihnen auch, Herr Brandt. Mein besonderer Dank gilt heute der BASF. Ich darf persönlich Herrn Dr. Unger,
begrüßen. Sie unterstützen diese Veranstaltungsreihe, nicht nur diese, sondern auch frühere, als Hauptsponsor und ermöglichen damit auch diese hochkarätigen Veranstaltungen, die hier zu diesen Themen stattfinden können. Außerdem danke ich den Förderern Sparkasse Vorderpfalz, Hafenbetriebe, GAG, Technische Werke Ludwigshafen und Pfalzwerke. Lassen Sie mir noch einen kleinen Hinweis geben. Sie werden wie fast immer auch von OKTV, also von unserem Bürgerfernsehen, sage ich mal, aufgenommen, filmisch, und danke Herrn Brettschneider und seinen jungen Kolleginnen. Möchte Sie bitten, auch die Saalmikros dann entsprechend zu benutzen, dass man sie dann entsprechend auch aufnimmt. Sie können es natürlich verweigern, aber in der Regel wird es eben mit aufgenommen und damit sind die Äußerungen aus dem Publikum dann auch entsprechend präsent. Und was die Handys betrifft, bitte ich Sie, dass Sie nicht vergessen, sie wieder anzuschalten, wenn Sie diesen Raum verlassen. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen und ich wünsche einen spannenden Abend. Ja, vielen Dank für die Einführung, Herr Kuhfeld. Heimat ist die schönste Utopie. Sie haben es schon zitiert. Kein Buchtitel hat wahrscheinlich jemals besser ins Bloch-Zentrum gepasst als dieser. Es ist ursprünglich eine Rede, Herr Manasse, die Sie gehalten haben vor dem niederösterreichischen Landesparlament. Es ist zuvorderst erstmal keine Rede über Heimat, sondern eine Rede über Europa. Und wenn man die Bücher gelesen hat, die Herr Kuhfeld auch genannt hat, den europäischen Landboten zum Beispiel oder eben zuletzt den Roman, dann begreift man sehr, sehr schnell, dass Österreich als Heimat, Deutschland als Heimat oder die Nation überhaupt als Heimat für Sie als Utopie in diesem Fall gar nicht in Frage kommt. Die konkrete Utopie in Europa, das sagen Sie mehrfach wörtlich, ist für Sie eindeutig das Nachnationale, die Überwindung des Nationalismus durch die Europäische Union, weil eben der Nationalismus so viele verheerende Folgen hatte in der europäischen Geschichte, bis hin zum Massenmord in den Vernichtungslagern, nachdem Heimat als Lebensraum für eine Volksgemeinschaft definiert wurde. Also Heimat als Nation kommt nicht in Frage, das ist klar. Heimat muss kleiner und präziser werden, dann wird sie zugleich größer und reicher, schreiben Sie. Und deswegen würde ich Sie natürlich jetzt gerne als erstes fragen, wie man das macht, wie man Heimat verkleinern und präzisieren kann, damit sie eine Utopie wird. Ich habe das befürchtet, dass ich gleich die erste Frage bekomme, nur wegen dieses Buchtitels, wo ich doch lieber allen anderen einmal zuhöre und inzwischen Gelegenheit habe, meine eigene Position zum Gesagten zu klären. Nein, aber ich denke mal, es ist ja vollkommen sonnenklar, dass Nation ein Begriff ist, der eine Fiktion bezeichnet. Wenn man ihn als identitätsstiftenden Begriff sehen möchte, dann muss man gar nicht lang darüber nachdenken oder Erfahrungen sammeln, um sofort also klar zu sehen, ein Bayer ist kein Preuße, beide sind keine Hessen, ja, und so weiter, sondern dass die Identitätsstiftung eigentlich über die Region läuft, die in der Regel eine über lange Zeit historisch gewachsene, kulturelle, differenzierte, aber doch kulturelle Einheit darstellt. Heute sieht man eigentlich sozusagen die Nation als Ganzes, als Identität oder als Entität ja eigentlich nur mehr bei Fußball-Nationalspielen und auf der Wetterkarte. Ja. Im Alltag ist die Nation eigentlich aus den Köpfen der Menschen in der Regel verschwunden, außer ist vielleicht erst vor einer Bundestagswahl wieder, ja. Wo dann wiederum eine Fiktion aufrechterhalten wird und in die Auslage gestellt wird, die Fiktion der sogenannten nationalen Interessen. Ja. Was sind nationale Interessen? Ich mache es kurz. Jean Monnet hat geschrieben, nationale Interessen sind in der Regel die Interessen nationaler Eliten.
in deren Buchhaltung die Wähler Abschreibposten sind. So, das kann man mal so stehen lassen. Jetzt kann man mal kurz auch fragen, wenn ich noch ein paar Sätze sagen darf, woher das kommt oder wie das entstanden ist mit diesem Fetisch Nation. Es ist ja interessant, dass den Begriff Nation in anderen Sprachen oder in anderen Nationen, also den Begriff Heimat, ja, in anderen Nationen gar nicht gibt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Deutschland so eine späte Nationsbildung durchgemacht hat. Und im Zuge dieser schwierigen, langwierigen und komplizierten Nationsbildung sozusagen sich als Karotte vor die Nase gehalten hat auf diesem Weg, diesen Heimatbegriff, dass das deutsche Volk ein gemeinsames Territorium braucht statt 40 Kleinstaaten und Fürstentümer und so weiter, dass es eine gemeinsame Heimat, ein gemeinsames Territorium, gemeinsamen Boden und so weiter braucht. Und der ist dann die Heimat des deutschen Volkes. Das war eine Idee, die ein Engländer überhaupt nicht verstehen kann, ja, zum Beispiel. Und das Problem war, dass dann der Nationsbegriff dadurch und den Heimatbegriff sozusagen usurpiert hat, also zunächst geprägt, usurpiert hat. Und der Heimatbegriff ist im Deutschen also nicht nur ein Sonderfall, sondern auch ganz eng verbunden mit dem Nationsbegriff. Und dann haben die radikalen Nationalisten, die Faschisten, die Nationalsozialisten das noch radikalisiert und haben den Heimatbegriff verbunden mit der Definition, wer ist die Wir-Gruppe, wer sind wir, wer sind die, die hier zu Hause sind und wer sind die anderen, die Feinde. Über die Abgrenzung von denen wird dann also die kollektive Identität hergestellt. Und es ist ein neues Problem daraus entstanden, nämlich nach der militärischen Niederschlagung des Faschismus haben alle Aufgeklärten und Linken und so weiter Menschen gesagt, der Heimatbegriff ist desavouiert, ja, den Heimatbegriff können wir nicht mehr verwenden, der ist zu sehr vinkuliert mit dem Nationalismus und mit den Nationalsozialisten. Und das hat lange Zeit so gehalten. Das hat dann dazu geführt, dass sich das verselbstständigt hat. Also es ist so ein Heimatkult, ein anti-aufklärerischer Heimatkult, also wirklich bislang über die Millenniumswende hinweg kultiviert worden und aufrechterhalten worden. Und erst so nach und nach plötzlich sind Stimmen aufgekommen, die gesagt haben, eigentlich will ich auch Heimat haben und ich will mir das von den Rechten und von den Nazis und den Faschisten nicht wegnehmen lassen. Und dann hat begonnen der Kampf um die Heimat. Das ist ein relativ neues Phänomen. Und ich sage Ihnen ganz offen, abschließend zu diesem, in diesem ersten Statement, ich will natürlich auch Heimat haben. Ich will nicht heimatlos sein. Ja? Und das, die Frage ist, wie ich das für mich definiere. Und ich definiere das für mich aus einem einfachen Grund, den ich ganz einfach erklären kann, als Gegenbegriff heute, als aufgeklärten Gegenbegriff gegen den Nationalismus. Und so aus einem einfachen Grund. Eine Nation kann keine Heimat sein. Ich habe einen österreichischen Pass zum Beispiel. Ja? Ich bin jederzeit bereit, mich als deutschen Dichter zu bezeichnen. Ja? Und man kann jetzt wirklich also diese Frage stellen, warum, wenn man als Nation zum Beispiel definiert über zum Beispiel Sprachgemeinschaft, warum Österreich eine eigene Nation sein soll. Ja? Oder ich bin ausgebildet worden, ich bin sozialisiert worden mit der deutschen Philosophiegeschichte, mit der deutschen Literaturgeschichte, ja? Und nicht mit Salzburger Schuhplattlern und Jodlern. Ja? Das ist einfach ein Faktum. Das nationale Identitätsangebot, das mir Österreich macht, ist Alpenrepublik. Ja? In Wien gibt es keine Alpen, weit und breit nicht. Ja? Diese ganzen Trachtengeschichten, diese ruralen, also diese rurale Selbstdarstellungsorgien, Exzesshafte der österreichischen Nation, gibt mir kein Angebot. Ja? Und dann, wenn man sich das klar macht, wird einem auch klar, ich bin Wiener und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich zum Beispiel mit einem Menschen in Bludenz, wo ich mit dem schnellsten Zug 8 Stunden hinbrauche, ja, mehr gemeinsame Heimatgefühle und mehr Gemeinsamkeiten und Solidarität haben soll, als mit einem Menschen in Bratislava,
das 40 Minuten von Wien entfernt ist, wo Sie um 45 Euro mit dem Taxi hinfahren können, ja, was aber eine Stadt ist wie Wien, ja, aber komischerweise die Hauptstadt einer anderen Nation. Also das ist verrückt. Heimat ist für mich der Ort, die Region, in der ich aufgewachsen bin, in der ich sozialisiert wurde, wo ich ein bestimmtes Verhältnis habe, auch ein sentimentales Verhältnis zu bestimmten Phänomenen, auch zu Gerüchen, zu Lichtverhältnissen, zu Tonfällen, zu sprachlichen Codes, zu Dingen, die bei mir zu Wutausbrüchen führen, ja, und mich woanders überhaupt nicht im geringsten interessieren. Ja. Wenn mich was aufregt, dann ist es auch ein Zeichen, dass ich da zu Hause bin. Ja. Und ich sehe auch daher, weil Sie das angesprochen haben mit Europa, ich sehe daher, ein künftiges Europa ist ein Netzwerk von Regionen. Die Regionen sind die vernünftigen politischen Verwaltungseinheiten eines künftigen Europas, ja, haben alle eine ungefähr gleiche Größe, das ist seit dem Mittelalter in Europa so gewachsen, haben eine Überschaubarkeit, die viel größere politische Partizipationsmöglichkeiten, was zum Zuhausefühlen dazugehört, offerieren. Ja. Aber Herr Manasse, lassen Sie uns das vielleicht zurückstellen, weil das sind schon die Rahmenbedingungen, wie man dann Heimat als Lebensform ausprägen kann im Einzelnen. Interessant ist, dass Sie bei den Dingen, die Sie genannt haben, gerade Prägungen, Gerüche, Tonfälle und so, ich habe mir das Zitat herausgeschrieben, es ist fast wörtlich, was Sie in Ihren Texten schreiben, also es muss sehr, sehr tief in Ihnen drinstecken. Das steht sehr tief, ja. Es ist sehr interessant, dass man aber dennoch, also wenn man es wie Sie macht, die Heimat als Region oder vielleicht auch als Ort versteht, Wien wäre dann die Heimat, aber der Wiener, haben Sie mal gesagt, braucht keinen Heimatbegriff, weil er ist ein Wiener und das reicht dem Wiener dann, muss es gar nicht weiter definieren. Man kann es als Ort verstehen, als Region verstehen, man kann Heimat natürlich auch als Gefühl verstehen. Ja. Dass man auf alle Fälle auch als Sehnsuchtsort. Genau, als Sehnsuchtsort kann man es verstehen, als Hoffnung wie Ernst Bloch. Aber in jedem Fall ist doch Heimat etwas, das man irgendwie definiert und irgendwie abgrenzt. Das ist, Herr Kuhfeldt hat es vorhin angesprochen, schon in den vorangegangenen Veranstaltungen der Reihe ziemlich klar geworden. Heimat ergibt sich nicht einfach von selbst. Man erklärt sie dazu, man macht sie. Und das ist etwas, Frau Scheumann, was Sie in den Titel Ihrer Ausstellung ja wörtlich übernommen haben, Heimat machen. Die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum, die vorher bei der Architekturbiennale in Venedig zu sehen war, heißt Making Heimat. Und sie geht der Frage nach, wie man Bedingungen schafft, damit Deutschland ein Arrival Country wird oder eine Stadt wie Offenbach, in der Sie leben, eine Arrival City wird, wo Menschen ankommen können und eine Heimat. Jetzt müsste man im Deutschen eigentlich das Idiom finden gebrauchen, aber Sie sagen es ja eben anders. Sie sagen Heimat machen. Warum ist Heimat für Sie etwas, das nicht einfach da ist, das sich nicht einfach irgendwie ergibt, in dem man nicht irgendwie hineingeboren wird, die Region, sondern etwas, das man herstellen muss? Heimatbildung ist auch so ein Begriff, den Sie verwenden. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, Heimat muss man machen. Es gibt auch den Begriff der Heimat, die da ist. Aber unsere Ausstellung oder unsere Idee der Making-Heimat ist ja entstanden durch die vielen Wanderungsbewegungen in Europa, in Deutschland, von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und man darüber sich Gedanken machen musste, wie finden diese Menschen Heimat? Und von welcher Seite passiert das aus? Und dieser Frage haben wir uns eigentlich gestellt. Wir haben gesagt, das ist nichts, was sich automatisch ergibt. Also wir finden nicht einfach zueinander. Wir schaffen es nicht einfach so automatisch, dass alles rund läuft, sondern es muss von beiden Seiten etwas dafür getan werden. Und das ist dieses Making Heimat, ist für uns sowohl die Neueinwanderer müssen sich ihre Heimat schaffen, wie wir, die schon da sind, müssen ihnen das ermöglichen, beziehungsweise müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass dies möglich ist. Das heißt, von beiden Seiten müssen die Menschen aufeinander zugehen und müssen eigentlich ja, einen neuen Heimatbegriff finden, der dann für alle gilt. Jetzt hat Herr Manasse gesagt und geschrieben, dass man die Heimat verkleinern und präzisieren soll, Frau Scheumann. Wie ist es denn dann aus Ihrer Sicht, wenn Sie
zum Beispiel Offenbach sehr intensiv untersucht haben, sehr unterschiedliche Milieus untersucht haben. Ist das dann die Region Hessen gleichbedeutend mit dem Bundesland? Ist das die Metropolregion Rhein-Main? Ist das die Stadt Offenbach? Ist das ein bestimmtes Quartier in der Stadt? Wie klein ist die Heimat, dass sie größer und reicher wird in Offenbach? Nein, also ich bin, also über dieses Präzisieren, das finde ich vollkommen richtig, also dem stimme ich hundertprozentig zu und das ist auch etwas, was wir auch in der Ausstellung zeigen. Natürlich zeigen wir das bunte Feld von Deutschland. Wie sehen die Einwanderungsstädte, wir betrachten hauptsächlich die Städte, wie sehen die aus in Deutschland? Wir gucken aber, uns aber ganz genau die einzelnen Fälle an, denn jede Stadt ist, hat dann doch wieder andere Themen, andere Probleme, andere Geschichten und deswegen finde ich das hervorragend mit dem Präzisieren, denn es sind noch nicht mal die Städte, die wir betrachten, sondern wir gehen noch tiefer, nämlich in die Quartiere rein, in die Viertel. Und das ist eben das Phänomen, was wir uns angeschaut haben, ist die Arrival City. Doug Saunders, ein kanadischer Autor, hat das so beschrieben, die Arrival City, die Ankunftsstadt. Das ist nicht die ganze Stadt, sondern das ist ein spezielles Viertel in einer Stadt. Und genau dieses Quartier ist eben auch dann der Ort, wo die Menschen ihre Heimat schaffen oder wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Heimat zu schaffen. Und sagen die dann selbst Heimat? Also der Gastronom, den Sie als Beispiel in der Ausstellung präsentieren, oder es sind Leute, die kleine Gewerbe errichtet haben, Läden errichtet haben in diesem Quartier oder in dem legendären Offenbacher Block leben. Das ist unter Architekten so eine stehende Wendung, ein unglaublich hässliches, disparates Gebilde, würden es andere beschreiben. Sagen die dann selbst Heimat? Ja, sie sagen Heimat. Wir haben gerade uns auf Offenbach so ein bisschen fixiert, aus diversen Gründen. Offenbach ist die Stadt in ganz Deutschland mit dem höchsten Migrationsanteil. Also ich habe eben schon so ein paar Sprüche gehört, naja, Ludwigshafen ist ja auch ganz ähnlich. Ich glaube, es sind tatsächlich Ähnlichkeiten zwischen Ludwigshafen und Offenbach. Es gibt aber auch ein Offenbach in jedem anderen Land. Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Aber das Phänomen von Offenbach, was tatsächlich vorherrscht oder im Moment auf jeden Fall, was es für uns auch sehr angenehm gemacht hat, ist, dass wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten dort gesprochen, die angekommen sind in Offenbach, die nicht unbedingt ursprüngliche Offenbacher sind, dort nicht geboren sind, auch das kam teilweise vor, aber für die ist Offenbach Heimat. Ja, und das sagen sie auch ganz deutlich und die verteidigen das auch ganz deutlich nach außen. Ich weiß nicht, ob man das hier auch so mitgekriegt hat, also Offenbach und Frankfurt ist eine sehr schwierige Gemengelage, ähnlich wie hier, Mannheim und Ludwigshafen. Und zwar haben die Frankfurter sich lange Zeit über die Offenbacher lustig gemacht. Und mittlerweile gucken aber die Frankfurter nach Offenbach und gucken, was in Offenbach passiert. Und gehen nicht auf den Frankfurter Wochenmarkt, sondern auf den Offenbacher Wochenmarkt. Und das ist ein Phänomen, was den Offenbacher natürlich auch gut getan hat. Ich denke auch eventuell die Biennale. Wir haben gesagt, Offenbach ist almost all right. Wir sagen nicht, Offenbach ist perfekt, aber wir sagen, es ist ganz okay. Dass Offenbach dadurch auch ein Selbstbewusstsein wieder bekommen hat, was sie nach außen zeigen können. Sie hatten es aber schon immer nach innen. Und das ist das Interessante, dass wirklich Offenbach ist geprägt von sehr vielen Einwanderern und die haben ganz schnell gesagt, ja, wir sind Offenbacher. Da war es egal, woher sie kamen, aber sie haben sich gefunden in dem Offenbacher-Dasein. Denn in Offenbach ist so, dass sich ganz viele unterschiedliche Migranten dort gefunden haben, aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Und sie haben sich eben gefunden und haben eine Einheit gebildet, weil sie alle jetzt Offenbacher sind. Und deswegen würde ich definitiv sagen, sie würden sagen, es ist ihre Heimat, vielleicht würden sie den Begriff nicht nehmen. Aber weil auch nicht so viele Deutsch sprechen, aber das ist ein anderes Thema, was wir vielleicht noch besprechen müssen. Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt. Also die Identität ist Offenbacher. Herr Kuhfeldt hat vorhin angesprochen, das Bloch-Zitat, Heimat als Identität. Wenn man durch Ihre Ausstellung geht, begreift man auch das sehr schnell. Die Identität ist Offenbacher, aber dann gibt es so eine Großzahl von Heimaten eigentlich. Nun ist Heimat aber im Deutschen ein Wort, das man im Plural nicht verwendet, Frau Mazzini. Gibt es nicht, Heimaten. Es gibt auch nicht Multiheimat, analog zu Multikulti könnte man das ja auch sagen. Und das hat mich bei der Vorbereitung zu diesem Abend an einen Begriff von Ernst Bloch erinnert, das Multiversum. Das war eine Reaktion, also diese Wortschöpfung Multiversum war eine Reaktion auf die Auseinandersetzung mit der Kulturkreistheorie, die man tatsächlich als eine Ausweitung des Heimatbegriffs in der Ethnologie begreifen kann. Also Heimat, Region,
Heimatnation, dann kommt der Kulturkreis, das kann der europäische sein, das kann der fernöstliche oder wie auch immer sein, wird aber jeweils als ein Universum verstanden, das sich gegen andere Universen abgrenzt. Nun sagt Bloch, das muss man als Multiversum begreifen und schreibt wörtlich, wenn man Fortschritte machen will bei der Menschlichkeit, also bei Respekt, Solidarität etc., dann brauchen wir ein breites, elastisches, völlig dynamisches Multiversum. Das ist ein Hinweis, kann ich offenlegen, den ich Ihnen natürlich verdanke, weil Sie sind die Bloch-Spezialistin. Wenn man das jetzt als Voraussetzung für die Fortschritte der Menschlichkeit auffasst, dass man sich verabschiedet von diesem Denken in Heimaten unterschiedlicher Größe bis zum Kulturkreis, die sich gegenseitig ausschließen und stattdessen diesen Begriff des Multiversum benutzt, was machen wir denn dann eigentlich mit dem Begriff Heimat? Sollen wir den dann noch weiter benutzen? Bloch hat ihn meines Wissens nicht sehr viel weiterentwickelt in seinem Werk. Oder sollen wir ihn dann vielleicht nur noch im Plural benutzen und dann vielleicht sagen, Sie leben in Berlin, das ist eine Multi-Heimatstadt? Was würden Sie sagen? Danke, weil dieser Begriff passt nach meiner Meinung sehr gut für mehrere Gründe. Wenn wir auch das Wort Multiversum nehmen, hat schon diese Idee vom Versum, vom Prozess, vom Bewegung. Sie haben auch vom Fortschritt gesprochen, ne, in Bezug auf Bloch. Und für Bloch ist diese Idee vom Prozesshaftes wirklich zentral. Nach meiner Meinung und Interpretation ist auch die Heimat ein Prozess bei Bloch. Und warum? Er beschreibt die Welt als ein Experimentum. Die Welt ist ein Experiment und wir alle können an dieser Werkstatt sozusagen arbeiten. Das verknüpft sich nach meiner Meinung auch mit Ihrer Idee von Making Heimat. So dass es wie ein Prozess ist, wo die Menschen teilnehmen können. Nur diese Multi, Wie passt es dabei? Also ein Prozess könnte auch sein, wir haben eine Richtung, einen Punkt, was wir erreichen können. Das wäre aber wieder ein Universum. Alle gehen in dieselbe Richtung. Bei Bloch die Komplexität, aber nach meiner Meinung passt wieder zusammen in diesem Sinne, dass es gibt unterschiedliche Richtungen, die man nehmen könnte und unterschiedliche Heimatvorstellungen, Heimatvorschein, sagt auch Bloch, also etwas, was man in der Kindheit, diese berühmte auch, Zitat, in der Kindheit von allen scheint. Alle haben irgendwie eine Vorstellung oder eine Idee oder irgendwie auch nicht, das könnten wir auch sehen. Aber und dann diese Multi ist nach meiner Meinung ein Prozess, das alle in unterschiedliche Weisen machen, um etwas zu erreichen. Aber das Wichtigste ist, dass man das tut. Also indem man making, diese auch grammatikalisch, es hat diese Bewegung in sich. Interessanterweise könnte man, ich weiß, dass in Deutschland nicht so immer sehr gern zitiert wird, aber auch mit Heidegger, in Italien ist sehr geliebt, auch bei den Linken zum Beispiel, aber benutzt ein Wort, das vielleicht auch mit so der übliche, nicht geliebte Begriff, auch von mir nicht, von Heimat als etwas Statisches. Also ich bin da geboren. Wenn ich ein bisschen Heidegger, vielleicht nicht ganz korrekt oder schon benutze, ich wurde da geworfen. Die Geworfenheit ist, wo man irgendwie der Kontext, geografisch oder nicht, wo man, ja, geboren ist wirklich auch eine sehr starke Metapher, wenn man denkt, geworfen da in einen Kontext. Und ich denke, dieser Kontext, Sie haben auch so beschrieben, das teile ich völlig, ist ein Ort, wo man geboren ist. Nur die Idee von Nation hat auch diese Idee von Geburt, Naschere, Nationen. Da würde ich aber auch nicht mehr, wie Sie auch gesagt haben, zustimmen. Diese Geworfenheit sehe ich ein bisschen durch Bloch, ich hoffe, ich strapaziere nicht, als Entwurf. Also nicht geworfen, aber Entwurf. Ein Entwurf, was man macht, wo man sich gut fühlt mit den Sachen, womit man sich beschäftigt. Also Sie haben auch von Literatur, Philosophie, und da ist ein Entwurf, den man auch macht, zuerst allein, und dann in die eine Richtung, und da fühlt man sich zu Hause. Das ist wie ein Essen oder eine Richtunggebende. Aber, und wieder zurück zu Bloch und zu dieser Idee vom Multiversum, und diese Multi, wenn diese Entwürfe alle individuell bleiben würden, wäre wirklich teilweise auch chaotisch,
in Italien weiß man manchmal mit Chaos, geht man trotzdem weiter, aber ich finde, ich würde auch diese Multi anders interpretieren, als was man gleich denkt. Also, es ist schön, es gibt Platz für alle und alle dürfen ihre Kultur halten. Multi würde ich aber auch als, nicht nur, aber auch als Verbindetes, also Gemeinschaft, also diese gemeinsame, ein gemeinsames Gehen. Und das wäre, dass die Entwürfe irgendwie, man guckt, wie sie zusammenpassen können, das wäre die Demokratie irgendwie, wie ich das sehe. Und mit Bloch, er benutzt nochmal in einen anderen Kontext, aber ich denke, es passt. Er spricht von Polyphone oder polyphonische, ich weiß nicht auf Deutsch, welche. Polyphone. Polyphone, danke. Erste intuitive Idee. Die polyphone Dialektik. Dialektik ist für ihn der Prozess. Man könnte dann von einer nicht Multiheimat oder Heimaten, aber von einer polyphone Heimat sprechen, wo alle ihre Entwürfe irgendwie auch gemeinsam bringen, mit den konkreten Gegebenheiten, ich will nicht zu viel jetzt zu Bloch, aber das kennen alle hier schon, mit den konkreten Möglichkeiten, das wäre dann eine konkrete Utopie, die man langsam mit den konkreten Gegebenheiten der Welt, mit was passiert, gibt. Und ich mag diese Idee von polyphone Heimat, weil es da die Idee von Stimme hat. Da die Wahlen jetzt ganz nah sind, könnte man die Stimme als schöne Musik sehen, wo alle ihre unterschiedliche Stimme, wenn alle dieselbe haben, gibt es keine Polyphonie, also ist nur ein Kantus. Und dann aber auch Stimmen demokratisch gesprochen. Das ist ja ganz interessant bei diesem berühmten Zitat, das Sie jetzt auch angesprochen, was allen in die Kindheit scheint, Heimat. Der Vorsatz, also buchstäblich der Satz davor, handelt ja von der Demokratie. Da schreibt Bloch wörtlich, dass eigentlich sinngemäß, dass man Heimat nur, dass Heimat nur in realer Demokratie entstehen kann. Und zwar, wenn der Mensch sich erfasst, und das Seine ohne Entfremdung. Und dann kommt in realer Demokratie begründet. Nun ist ja aber interessant, das ist der Schluss dieses Riesenwerkes. Ja, und ist aber gleichzeitig der Anfang eines Gedankens, könnte man sagen. Und deshalb noch eine Nachfrage zu Bloch. Wie stellt er sich denn diese konkrete Utopie vor? Wie hat er das weiterentwickelt in realer Demokratie? Wie soll da diese Utopie von Heimat gelingen? Wie ich das sehe, würde auch sehr gut passen mit dem Anfang von unserer Diskussion, auch die Heimat also gut definieren. Wenn ich das richtig verstehe, könnte auch sagen, konkret sehen. Wenn Heimat ein abstrakter Begriff bleibt, könnte auch diese Gefahr sein, wo es eine feste Idee und wieder statisch da ist. Konkret bei Bloch, er entwickelt weiter in unterschiedliche Weisen. So nach meiner Meinung, was er mit unter Heimat versteht, ist die konkrete Utopie. Also nicht die Utopie, was nur eine Idee ist oder, und zu verbinden mit, was ich vorher gesagt habe, also ein Entwurf, die man hat, aber etwas, was sich mit dem Begriff von sehr, sehr wichtig bei Bloch und ich finde allgemein nie genug betont, von Tendenz und Latenz. Und die sind die Strömungen sozusagen, die in der Geschichte und dem menschlichen Handeln das Geschehen vorantreiben und wo die konkrete Utopie in Nutsche, würde ich sagen, so als Möglichkeit, als Potenzialität da ist. Um ein Beispiel zu machen, ich kann wirklich auch denken, ein Haus zu bauen, sehr, sehr schön, aber wenn ich nicht auch analysieren, wie das Land da ist und die Gewässer und so, kann wirklich auch schief gehen. Und dann die konkrete Utopie wäre, dass man diesen Entwurf vielleicht auch als Traum, als Wunsch, als Bedürfnis zusammen mit diesen Tendenzen und Latenzen, also wirklich die Kräfte, die darunter sind und etwas, was wir schon haben, aber vielleicht was ein bisschen Hilfe braucht und entwickelt zu werden. Und diese Hilfe wäre die menschliche Aktion, das wird gegen die kreative, würde ich ein bisschen so sagen, die kreative Kräfte und die Aktivität des Menschen, was nicht ganz gegeben ist, aber teilweise. Wenn wir jetzt das vergleichen mit der Heimat, könnte auch sein, wo man geboren ist vielleicht, also man nimmt etwas mit, woher man kommt, aber dann macht man etwas damit. Und die Idee von Heimat, aber Bloch, nach meiner Meinung, sieht es persönlich, aber
sehr politisch und deswegen diese gemeinschaftliche. Es gibt nicht nur... Ja. Es wird ja sehr schnell politisch, also mit beiden Begriffen, logischerweise in realer Demokratie, aber auch mit dem Begriff konkrete Utopie, den Sie auch sehr oft verwenden, Herr Menasse, immer mit dem Zusatz, die konkrete Utopie in unserem, auf unserem Kontinent ist eindeutig das Europa der Regionen, weil man damit der Vielfalt in Europa gerecht wird, den vielen Heimaten, wenn man so will, von Alentejo im Südwesten in Portugal bis zu den baltischen Republiken oder wie auch immer. Nur so kann man diese Vielfalt auch aufrechterhalten. Und dann kommt aber als zweites, genauso wichtiges, immer sehr schnell in Ihren Texten dazu, dass man dafür Rahmenbedingungen schaffen muss. Diese Rahmenbedingungen in Europa, in jedem politischen Prozess im Grunde genommen, auch in, als es noch Nationalstaaten waren, einer der Gründer Italiens heißt genauso wie Sie, Frau Mazzini, der hat das für Italien gedacht, das war damals auch schon eine Revolution, eigentlich die, die jetzt in Europa fortgeschrieben werden könnte, und lassen wir die historischen Vergleiche weg, die werden irgendwann schräg, aber entscheidend ist, dass Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, auf die sich alle einigen und verständigen müssen. Welche sind das denn Ihrer Meinung nach, Herr Menasse? Ja, grundsätzlich einmal muss man sich Folgendes klar machen, und davon muss man meiner Meinung nach ausgehen. Also Heimat ist ja auch eine soziale und eine politische Kategorie. Man hat keine Heimat, wenn man alleine ist, kurz gesagt. Ja. Und auffällig ist jetzt im Zusammenhang mit den fiktionalen historischen Varianten von Heimat und einem konkret utopischen, vernünftigen, freien Heimatbegriff, befreit vom Nationalismus, dass zum Beispiel es der Anspruch aller Nationalstaaten war, innerhalb des eigenen politisch beherrschten und verwalteten Territoriums sowas wie eine gemeinsame, eine kollektive nationale Identität und eine kollektive nationale Kultur, und das geht ja bis heute mit dem Titel Leitkultur und immer so weiter. Es war immer der Anspruch, dies, das zu produzieren. Und es ist keiner Nation gelungen, nicht einer. Und alle hatten den Anspruch. Und der Herr Garibaldi hat Italien rauf und runter reiten können, so viel er wollte. Ein Süditaliener wird kein Norditaliener, nie im Leben. Und trotzdem haben sie diesen Anspruch gehabt. Und ein Bayer wird kein Preuße. Und ein Vorl, ein Tiroler wird kein Wiener. Und er kann nach Wien kommen und kann hier sich einleben und alles. Und er kann Wiener werden in dem Sinn, also dass er also dort sich etabliert und so weiter, aber als Kulturraum, als regionale Identität wird kann was verschmelzen, aber deswegen ist trotzdem Tirol was anderes als Wien oder Burgenland oder Hessen und so weiter. Die Tiroler mögen Sie nicht, ne? Nein, es ist ein Beispiel. Ich gebe Ihnen ein Gegenbeispiel, wo Sie das noch klarer sehen. Ich glaube, man kann den Wohlstand und die große Zufriedenheit der Menschen in Südtirol nicht damit erklären, dass Südtirol Teil der italienischen Nation ist. Ich glaube, da muss ja jeder lachen bei der Vorstellung, wenn man das so erklären wollte. Natürlich kommt Wohlstand und Zufriedenheit der Südtiroler daher, dass Südtirol eine autonome Region in einem funktionierenden Netzwerk von europäischen Regionen ist. Also schon ein bisschen weiter ist als viele andere Regionen in Europa. Und es trotzdem führt das immer wieder zu einer babylonischen Begriffsverwirrung, ja, wenn über Regionen und Nationen in Europa diskutiert wird. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Die Katalanen wollen raus aus Spanien. Jetzt sagen die idiotischen Menschen, die also die fixe Idee mit der Nation haben, sagen dann, na seht ihr, das ist eine ontologische Sehnsucht der Menschen. Jeder will seine Nation bilden. In Wirklichkeit ist die Tatsache, dass die Katalanen und die Basken raus wollen aus Spanien, dass die Schotten raus wollen aus dem United Kingdom und so weiter, der Beweis, dass Nationen nicht funktionieren. Würde nämlich die Nation funktionieren, würden sie gern und glücklich drinnen bleiben wollen. In Wirklichkeit wollen die keine Nation bilden, sondern die wollen das, was sie zum Südtiroler zum Beispiel haben, nämlich autonome Region. Ja? Und das ist ja auch die Zukunft Europas. Der konkrete
künftige Begriff von Heimat hat damit zu tun, dass es in Europa diese gewachsenen, vielfältigen Identitäten gibt und im Gegensatz zur Nation, die immer alles vereinheitlichen wollten, die Nationen wollten alles planieren, gemeinsame Identität herstellen und so weiter, wie ich gesagt habe, will das europäische Einigungsprojekt gerade nicht. Gemäß der europäischen Idee ist die Vielfalt der Reichtum Europas und der Schutz der Vielfalt, der Schutz der europäischen Identitäten. Ja? Wenn wir das als Gesetz nehmen, Herr Menasse, was sind dann die Rahmenbedingungen, auf die man sich einigen muss? So. Und jetzt sage ich, diese Identität ist in diesem Sinn eines regionalen Heimatbegriffs, das ist ein Menschenrecht. Heimat ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch muss das Recht haben, Heimat zu haben. Durch Aufwachsen, Sozialisation in einer bestimmten Region oder wenn er von wo weg muss oder will, dass er die Chance hat, dort heimisch zu werden. Das ist ein Menschenrecht. Aber über alle Mentalitätsunterschiede, über alle kulturellen Unterschiede hinweg auf diesem großen Kontinent haben alle Menschen dieselben grundsätzlichen Interessen. Ja? Man will ein dezentes Leben führen, man will sein Auskommen finden, ja? Man will Rechtssicherheit haben, ja? Man möchte bestimmte gesellschaftliche und politische Garantien im Hinblick auf seine soziale Sicherheit und so weiter. Das unterscheidet einen Menschen im Alentejo überhaupt nicht von einem Menschen in Bayern oder einem Menschen am Peloponnes. Ja? Und man kann das also zusammenfassen unter dem Begriff der Rahmenbedingungen in einem bestimmten Rechtszustand, in einem aufgeklärten Rechtszustand. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen, die für alle Bürger gleich sind, auch im Sinne des größten Schatzes der europäischen Aufklärung, nämlich der Trias der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir haben in weiten Teilen Europas heute Freiheit sozusagen nicht nur als Begriff etabliert, sondern auch wirklich in die Praxis den Begriff umgesetzt, auch wenn wir heute schon wieder bereit sind, viele Freiheitsrechte aufzugeben, um sie gegen Sicherheit einzutauschen, was eine Katastrophe ist. Gut, aber Freiheit, da können wir uns einigen, herrscht weitgehend in Europa. Ja. Brüderlichkeit muss man mittlerweile gendern und ist aber weitgehend sozusagen in den Sozialsystemen mehr oder weniger, aber schon nicht mehr gleich verankert. Was wir in Europa noch immer nicht errungen haben, ist die Gleichheit. Europäische Bürger sind vor dem Recht und dem Gesetz nicht gleich. Und es beginnt damit, dass wir an verschiedenen Orten und verschiedenen Regionen in Europa verschieden hohe Steuern zahlen, auf der Basis derselben Warenkorbkosten im Supermarkt verschieden hohe Löhne bekommen, ja, dass wir verschieden gute Sozialsysteme haben, dass wir verschieden gut entwickelte Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge und so weiter haben. Ja? Und es ist überhaupt nicht einzusehen und es kann auch kein Grundbedürfnis der Menschen sein, an einem Ort zu leben, um politisch sich national so zu organisieren, dass die nationalen Repräsentanten des eigenen Lebensortes über das Leben und Unglück auf anderen Orten entscheiden. Ja, zum Beispiel, dass der Herr Schäuble festlegt, um wie viel die Pension eines griechischen Lehrers gekürzt wird, der den Herrn Schäuble nie wählen und abwählen kann. Das widerspricht aufgeklärten Rechtszustand, das widerspricht allem, was wir unter gemeinsamen, vernünftigen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union verlangen und fordern muss. Und ich sage Ihnen, es ist kein Grundbedürfnis, wenn die Menschen sagen, ja, ich habe erlebt Diskussionen, da diskutiert man also, was ich über die Überwindung des Nationalismus schließlich der Nationen und dann springen empörte deutsche Bürger auf und sagen, sie wollen mir meine Identität rauben. Ja, sage ich, ich möchte Ihnen überhaupt Ihre Identität rauben, ich kenne Sie ja nicht einmal. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es für Ihre Identität notwendig haben, nach einem Arbeitstag, da gehen Sie auf ein Bier, treffen Freunde, dann kommen Sie heim zu Ihrer Kleinfamilie, die Kinder verlocken um Ihre Knie, da wird gemeinsam gekocht, da tut man nur ein bisschen Tatort schauen vielleicht und da geht man ins Bett. Und dann brauchen Sie das, wenn Sie im Bett liegen, Sie denken, Deutschland ist europäische Führungsmacht. Das brauche ich für meine Identität. Wer das braucht, hat gar keine. Verstehen Sie? Aber was jeder Mensch braucht, ist die Rechtssicherheit innerhalb von gemeinsamen Rahmenbedingungen, die von Coimbra bis Riga reichen. Und so fangen wir erst einmal an. Und dann schauen wir uns einmal an, wie sich der Globus entwickelt. Aber Rahmenbedingungen im Sinn gleicher Rechtszustand, gleiche Stimme für jeden europäischen Bürger, jede europäische Bürgerin, gleich hohe Steuern, gleiche Sozialsysteme und so weiter. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen kann dann jeder Einzelne entsprechend seiner Mentalität, seiner gewachsenen Kultur an seinem Lebensort, gemäß seinen Vorstellungen von Sinnhaftigkeit eines Lebens oder seiner Vorstellungen von Glück, das er anstrebt, sein Leben zu machen versuchen. Ja? Und das ist alles. Und mehr Identität braucht man nicht als die Gewissheit, ja, dass mir das gegeben und garantiert ist und wenn es mir genommen wird, dass die, die es mir nehmen, wissen, ich werde dagegen kämpfen. Könnte fast genau so, Frau Scheuermann, im Katalog Ihrer Ausstellung stehen, was Herr Menasse zum Schluss gesagt hat, mit den Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssen und dann kann jeder oder soll jeder frei das ausgestalten. Sie machen die Selbstorganisation sehr stark. Sie sagen, der Staat muss natürlich in kleineren Einheiten als der Europäischen Union, nämlich in Offenbach, muss bestimmte Rahmenbedingungen setzen, das ist ganz klar. Also die öffentliche Hand, das Land, die Kommunen, das fängt bei den Schulen an, das geht bis zum Baurecht. Aber, und das ist, glaube ich, die Pointe Ihrer Ausstellung, diese Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass Selbstorganisation möglich ist. Sonst schaffen die Menschen es nicht, in irgendeiner Form ein Heimatgefühl herzustellen. Also man muss die Heimat sozusagen auf Lücke planen, als öffentliche Hand, sonst werden es die Leute nicht schaffen. Das Baurecht ist ein ganz wichtiges Beispiel, ist eine Ausstellung im Architekturmuseum logischerweise. Und da haben Sie, glaube ich, viele Kritiker und auch Besucher und vielleicht auch Architekten etwas provoziert mit der These, 8 haben sie insgesamt aufgestellt und eine besagt, dass das Baurecht am besten gar nicht immer ganz eingehalten wird. Das heilige deutsche Baurecht. Das haben wir nicht gesagt. Ich interpretiere das frei, aber ich kann es auch gern wörtlich zitieren, dann wird es relativ deutlich. Die Tolerierung nicht gänzlich rechtskonformer Praktiken kann sinnvoll sein. Das habe ich jetzt mal so verstanden, dass man das heilige deutsche Baurecht nicht immer einhalten muss. Gerade wenn es um Bauten geht für Leute mit einem kleineren Geldbeutel, für Migranten, kann es sinnvoller sein, so etwas wie einen Rohbau mit der entsprechenden Ausstattung hinzustellen. Und dann wird der selber fertig gebaut. Also man kann nur soll Rahmenbedingungen setzen. Und die Selbstorganisation, die ist so wichtig, wenn man dieses Heimatgefühl herstellen möchte. Wo haben Sie das denn noch festgestellt, außer jetzt bei der Ausgestaltung von Wohnungen? Also wir haben es sogar gar nicht gestartet bei den Wohnungen, denn tatsächlich die Wohnungen waren etwas, was on top noch kam zu den ganzen Themen, die wir haben. Ursprünglich war es tatsächlich an der Stelle, dass es gar nicht so wichtig war, erstmal eine schicke, schöne, große Wohnung zu haben für jemanden, der ankommt, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es zum Beispiel, das habe ich eben bei Herrn Manasse vermisst und das ist etwas, was Sie eben gesagt haben, da geht es vielen Menschen, die neu ankommen, geht es darum, ihren Kindern etwas zu schaffen, was besser ist als das, was sie erlebt haben. Und deswegen legen sehr viele dort oder sehen wir auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, eben diese Bildungschancen, die jeder haben muss, dass die gegeben sein müssen. Genau, also das finde ich einen unglaublich wichtigen Anteil bei diesen Rahmenbedingungen. Und um das erstmal zu ermöglichen, gibt es zum Beispiel Orte, wo man auch arbeiten kann, ohne dass man arbeiten darf. Und so ist eigentlich das so ein bisschen entstanden. Unsere These heißt eigentlich ja, oder die ursprüngliche These heißt, die Arrival City ist informell,
Wir haben nicht illegal benutzt, weil wir hatten als Auftraggeber das Bundesbauministerium. Das ging nicht. Und in dem Zusammenhang ist das Ganze entstanden. Und da geht es zum Beispiel um den Dongshuan Center in Berlin-Lichtenberg. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den kennt. Das ist ursprünglich als Großmarkt geplant, ein vietnamesischer Großmarkt von vielen Vietnamesen, die eben nach dem Fall der Mauer in Berlin geblieben sind und dann erstmal in kleinem Maße eben in einem Großmarkt ihre eigenen Dinge vertrieben haben. Dieser Großmarkt hat mittlerweile 9 riesige Hallen, in denen Dinge immer noch vertrieben werden, das aber eigentlich mittlerweile auch eine Heimat geworden ist für viele. Viele Neuankömmlinge finden dort Anschluss zu Leuten, die sie kennen, können dort erstmal im Hintergrund in einzelnen Läden arbeiten. Dort gibt es zum Beispiel eigentlich eine Kantine für die Bediensteten. Mittlerweile ist es keine Kantine mehr, sondern ein Restaurant, was natürlich auch von Besuchern benutzt wird und alle dorthin gehen können. Ursprünglich ausgelegt ist diese Kantine aber für Mitarbeiter. Und das ist das mit diesen nicht gänzlich rechtskonform, oder ich weiß schon nicht mehr genau, wie wir es formuliert haben. Was wir damit sagen wollten ist, es ist doch gut, die Kantine ist erlaubt, dann kann aber doch auch jemand anders in die Kantine kommen. Wieso nicht? Es schadet niemanden. Es geht darum, Fuß zu fassen und einen ersten Schritt in der neuen Heimat zu machen. Das erste Geld zu verdienen, damit man sich selber etwas kaufen kann und nichts geschenkt bekommt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ja, dass die Leute selber Hand anlegen. Also, und da geht es teilweise auch tatsächlich darum, ganz konkret, wie Sie gesagt haben, dass ein Rohbau geschaffen wird, in dem Sie wohnen können, aber das Fenster können Sie selber einbauen oder den Bodenbelag entscheiden oder ob Sie jetzt Fliesen haben wollen im Bad oder nicht, ist doch ganz egal. Das sollen die Leute selber so weit und vielleicht auch einfach Stück für Stück schaffen, so wie es gerade ihren Möglichkeiten entspricht. Und ein bisschen ist es, glaube ich, unsere Making-Heimat, von der wir sprechen, hat allerdings einen gewissen Nachteil, denn die Arrival City ist auch eine Departure City, wie wir gerne sagen. In diesen Stadtvierteln, die wir uns angeguckt haben, aus diesen Vierteln verschwinden auch schnell die Leute wieder. Also wenn wir das Beispiel Offenbach sehen, laut Statistiken ersetzt sich die gesamte Bevölkerung in diesen Stadtvierteln, in der Innenstadt von Offenbach, nach 3 Jahren. Also sie wird komplett ausgetauscht, wenn man die Statistik jetzt als Statistik nimmt. In Wirklichkeit bleiben natürlich Leute länger dort wohnen, andere ziehen viel schneller weg. Aber diese Vorstellung allein, dass nach 3 Jahren sich ein Stadtviertel komplett austauscht mit der Bevölkerung, das macht es natürlich für eine Gemeinde, für eine Stadt, für die Rahmenbedingungen wiederum sehr schwierig. Wie weit lässt man es laufen? Wie weit sagt man, wir stellen nur einen Rohbau dorthin, die Neuankömmlinge sollen sich das selber bauen, wenn dann aber der Schimmel da ist und wenn alles hinterher wieder abgebrochen werden muss für die Nächsten, das kann es auch nicht sein. Also deswegen ist das gar nicht so einfach jetzt auf der Ebene, auf der wir über die Rahmenbedingungen sprechen, über die konkreten Dinge in einem Ort, in einem Viertel. Wie viel muss man bereitstellen und wie viel kann von den Leuten selber geleistet werden? Aber es ist wichtig, dass etwas selber geleistet wird, denn nur dann wird es auch zur Heimat. Und dann kommt ja noch ein zweiter Punkt hinzu, also nicht nur, dass der sehr lässige Berliner Baudezernent, den man dann auch im Interview, im Video sehen kann, natürlich genau weiß, dass diese Fläche im Osten von Berlin nur ausgelegt ist für Großmärkte, da gelten bestimmte Auflagen, die müssten eigentlich eingehalten werden, er weiß ganz genau, dass das nicht der Fall ist, sieht aber diesen unglaublichen Erfolg, der dort zu verzeichnen ist. Es kommen nicht nur Vietnamesen, es kommen viele andere aus Berlin dorthin, finden das gerade am Wochenende auch ziemlich cool, dort einkaufen. Sie kennen das? Ja. Es ist cool und ich habe auch Restaurant probiert und sehr lecker. Also, es funktioniert offenbar sehr gut an vielen oder einigen Bestimmungen auch vorbei. Jetzt haben Sie aber noch einen zweiten Punkt genannt, der vielleicht weniger auf das Dongshuan Center zutrifft, sondern vielleicht auf andere Quartiere, zum Beispiel auch in Offenbach, dass dann doch so etwas stattfinden kann, was andere dann Ghettoisierung nennen. Und Sie sagen aber, kein Problem. Also Ghettoisierung ist eine Form, Heimat zu bilden. Können Sie das erklären? Auch da, der korrekte Begriff ist Netzwerk. Sie haben Wir völlig benutzen recht. Nicht den Begriff Ghetto. Nein, es ist auch tatsächlich, also ja, es stimmt, das ist eine unserer Thesen. Wir sagen, Netzwerke sind wichtig für die Heimat. Es ist wichtig, dass es Netzwerke gibt, die sich gegenseitig helfen.
Natürlich kann das so ausgelegt werden, dass dann auch, dass es Viertel gibt, die nur von einer Ethnie bewohnt werden. Das ist die Gefahr, die ja viele sehen. Deswegen gibt es mittlerweile ja auch in einigen Bundesländern die Wohnsitzauflage für Neuankömmlinge, um eben das hinzubekommen, dass es keine Ghettobildung gibt. In Wirklichkeit, also nein, falsch, nicht in Wirklichkeit. Wenn man das Ghetto definiert, würde man sagen, es müssen über 40% einer Ethnie in diesem Viertel sein. Das gibt es in Deutschland nicht. Aber natürlich sollte man auch aufpassen, dass es das nicht in Zukunft gibt. Denn ich weiß nicht genau, wie es hier aussieht. Sie kennen bestimmt Berlin-Kreuzberg. In Offenbach wurde es eben auch an einigen Stellen gesagt, hier sind viel zu viele Türken aufeinander. Die reden nur noch Türkisch, gehen nicht mehr aus ihrem Viertel raus. Das nenne ich keine Integration. Das kann man natürlich so sehen. Wir sagen aber, erstmal ist es wichtig, so einen Anlaufpunkt zu haben, dass man weiß, wo ist denn der türkische Clan oder wo ist der Ort, wo die sich treffen. Das ist aber eine sehr geringe Anzahl an Menschen und deswegen sagen wir, Ghettos gibt es nicht in Deutschland. Die wollen wir auch nicht, die Ghettos. Also so ist es nicht. Aber nein, nein, um es klarzustellen, ich meinte auch wirklich andere sagen, nicht genau. Sie, logischerweise. Gut. Und da an der Stelle ist zum Beispiel, das Beispiel Offenbach zeigt das ganz deutlich, es gibt 159 Nationen in Offenbach. Und das ist eben die These, die wir haben. Es gibt diese Netzwerke. Das sind aber manchmal auch nur eine Handvoll Personen, die aus der gleichen Ethnie oder vielleicht aus dem gleichen Dorf kommen, die sich gegenseitig helfen können. Und dann ist es aber so, wenn so viele Nationen zusammenkommen, müssen die ja eine gemeinsame Basis finden, zum Beispiel um zu kommunizieren. Und das ist tatsächlich in Offenbach so, dass die meisten dadurch zwangsweise Deutsch lernen. Weil sonst können sie sich gar nicht unterhalten, weil sie gar nicht immer jemanden vor sich haben, mit dem sie in der eigenen Sprache sprechen können. Das berühmteste Beispiel dafür, für solche Netzwerke oder dann, ich glaube, im Fachjargon spricht man in der Migrationswissenschaft inzwischen von ethnischen Kolonien, finde ich auch keinen schönen Begriff. Mhm. Aber das berühmteste Beispiel ist vermutlich Little Italy, nach wie vor in New York. Man könnte auch die Lower East Side nennen, wo viele deutsche Auswanderer in die USA eingewandert sind, sich dort in einer deutschen Community erstmal vernetzt haben, um von dort aus weiterzuziehen in die USA und meistens in der zweiten Generation dann selbstverständlich gesagt haben, nicht ich bin Offenbacher oder ich bin, wie sagt man, ein Chicagoer, sondern Amerikaner, das dann doch mit der Nation verbunden hat. Wie denkt man eigentlich, Frau Mazzini, in Italien über Little Italy oder die vielen Little Italies, die es gab, also nicht aus der Sicht der Eingewanderten oder der Aufnahmegesellschaft, sondern aus Sicht der Auswanderergesellschaft? Ja, nach meiner Meinung muss ich sagen, ich lebe in Italien nicht seit 14 Jahren, aber ich habe immer sehr große Beziehungen mit Italien. Aber nach meiner Meinung denkt man immer zu wenig an Little Italy und Ghettos und an alle Orte, wo wir unsere schöne und schlechte Sache sozusagen verbreitet haben. Mehr schöne, hoffe ich. Aber wie denkt man in Italien? Jetzt, wie Sie wissen, gibt es auch in Italien mehr als hier noch diese Idee von Nation oder noch mehr von Region, aber ja in konservativer Weise, so die Lega Nord zum Beispiel oder andere Parteien, die mehr auf die eigene Identität, eine vermutliche italienische Identität, wo ich auch zustimme, welche ist diese Identität? Es gibt so gar nicht. Paradoxerweise findet man Identität, wenn ich jetzt von italienischer Identität spreche, wenn man in Ausland ist. Wie man, nach meiner Erfahrung zumindest, sich viel mehr Europäer fühlt, wenn man in Amerika, New York und so weiter, European. Und das wird man auch als Europäer erkannt und man fühlt sich auch noch mehr so. Und die Italiener im Ausland, paradoxerweise, sind vielleicht irgendwie, bilden die einzige echte italienische Gemeinschaft. Es gibt da natürlich auch große Streiten. Einer gestern mit einem Kollegen, auch Italiener, du machst Kaffee so, ich komme aus Norditalien, aber wir aus Rom machen ganz anders. Also da gibt es noch Unterschiede, aber irgendwie gibt es wirklich eine Plattform, wo man sich treffen kann. Und in Italien ist diese, gibt es da auch Mischungen, aber viel weniger. Und was ich meinte mit dieser Ghetto, mit dieser Little Italy, man denkt so wenig, dass wir ein Auswanderervolk gewesen sind, sind auch. Jetzt gibt es viele
Künstler, Akademiker, wirklich ist auch ein Problem Italiens, die wir auch ganz wenige Kinder machen und haben und dazu auch die jungen Leute gehen in Ausland. Also ist eine andere Sorte von Italy. Aber nach meiner Meinung wäre ein gutes Beispiel, um die Leute zu erinnern, dass wir auch in Ausland weiter gelebt haben und zu wenig, also dass wir zu viel vergessen und man denkt nur, dann kommen alle Ausländer zu uns, die übrigens nur viel auch uns helfen, unsere Gesellschaft weiterzubringen. Noch eine kurze Nachfrage, Frau Mazzini. In der Migrationsforschung werden solche Communities wie Little Italy oder Chinatown mittlerweile zunehmend positiv gesehen. Es gab auch ganz andere Bewegungen oder Tendenzen in der Migrationsforschung. Gerade in den 90er Jahren gab es viele Bücher. Werner Schiffauer, ein bekannter Migrationsforscher, hat ein ganzes dickes Buch dagegen geschrieben. Feridun Samolo, der Schriftsteller, hat damals sehr abschätzig von Multikulti-Zoos gesprochen. Jede Ethnie in ihrem Gehege, war seine Formulierung dafür. Also es wurde lange Zeit sehr negativ gesehen. Das ändert sich im Moment ein bisschen. Wird das in Italien eher positiver gesehen? Also auch mit Blick darauf, dass Little Italy natürlich eine andere Konnotation hat dann. Ja, erstens würde ich kenne mich da nicht aus, aber wenn ich auch einen Vergleich mit Berlin mache, würde ich auch denken, jetzt in vielen Vierteln, die vorher Ghettos waren und sogar ein bisschen gefährlich, jetzt sind super teuer und sind natürlich auch sehr angestrebt, um zu leben. Das wäre etwas anderes auch. Das oft Orte, wo auch Kreuzberg, es wurde benannt und ich bin Kreuzbergerin, wenn überhaupt, da ist jetzt unmöglich, eine Wohnung zu finden und davor war nur Ausländer. Auch Leute, die ich kenne, die aus West-Berlin, aber in gute West-Berlin, Kreuzberg ist gefährlich, da töten sich Leute und so weiter und so fort. Und eigentlich jetzt kostet dreimal als Charlottenburg. Und nur um zu sagen, die Ghettos oder erstens, also vielleicht werden gut gesehen, auch weil es jetzt alles sicherer ist, aber es hat diese Idee, diese Charme von cool und vielleicht ein bisschen für kreative Leute und so, Gentrification und so weiter. Das wäre ein Aspekt. Der zweite, aber das ist eher meine persönliche Meinung, ich kann nicht für Italien sprechen, diese Wörter, Ghetto oder man nennt etwas anders und sie haben mehrere Synonyme gefunden. Ich finde, eigentlich sind ein bisschen wie Windel für Babys. Die müssen nach 2-3 Jahren gewechselt werden. Die sind auch, Ghetto ist nicht gut, dann benutzen wir ein anderes Wort. Wenn es schmutzig ist, bleibt schmutzig, nur man ändert ein Wort. Aber okay, Entschuldigung. Ich würde es jetzt gerne für Sie gleich öffnen, aber ich weiß, dass Robert Menasse zusammen mit Ulrike Gero in Le Monde Diplomatique haben Sie einen Artikel geschrieben, wo Sie mehr oder weniger wörtlich gesagt haben, warum soll es nicht Little Damaskus geben in Deutschland? Sagen Sie vielleicht noch, bevor Sie die Fragen stellen, sich beteiligen, warum Sie das favorisieren, warum Sie das gut fänden? Man muss ja mal den Unterschied klar machen zwischen einem Ghetto im begrifflichen historischen Sinn, ja, und dem, was sozusagen kulturell spezifisch geprägte Neighborhoods in Wirklichkeit sind. Ja. Ich habe einfach die Erfahrung auch gemacht, zum Beispiel bei 8 Jahren in Brasilien gelebt. Ich habe 8 Jahre in São Paulo gelebt, ist eine 20-Millionen-Stadt und ist eine Einwandererstadt. Die hat ihre Größe und ihren Reichtum und ihre Vielfalt den starken Einwanderungswellen zu verdanken, die dort gelandet sind. Und da gibt es natürlich ein deutsches Viertel und da gibt es ein holländisches Viertel und da gibt es ein italienisches Viertel und ein chinesisches Viertel, es gibt es alles. Aber diese Viertel sind, so klar sie deutlich in dem Sinn jeweils geprägt sind, aber auch total durchlässig. Ja? Und entwickeln dann im Gefüge der Stadt einen starken Reiz für andere und ermöglichen einen Austausch, der durch eine radikalere Vermischung gar nicht möglich wäre. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das deutsche Viertel zum Beispiel in São Paulo hat halt auch viele deutsche Bäcker. Und da kommen natürlich jetzt Menschen, die nicht immer dieses lätscherte Weißbrot essen wollen, ja, sind dann irgendwie draufgekommen
Und es ist zum Beispiel das Wort Kommissbrot in die portugiesische Sprache eingegangen. Ja? Ja. Ou se prefere un pão francês ou un Kommissbrot. Ja, zum Beispiel. Ja, und das ist lustig, das finde ich witzig, das bereichert eine Gesellschaft. Während, wenn irgendwo in einer völlig durchmischten Stadt ein deutscher Bäcker sitzt, der sicher das Nebenhaus, der vis-à-vis Wohnende und vielleicht der noch um die Ecke, die gehen dann ab und zu dem deutschen Bäcker kaufen Schwarzbrot oder Vollkornbrot. Aber wenn man das weiß, da gibt es, das sind wie Freiluft Shopping-Center, solche Bezirke. Ja. Und man weiß natürlich, den besten Italiener gibt es wo? Im italienischen Viertel, klarerweise. Ja. Und weil die dann auch darum kämpfen, darauf insistieren, bei uns ist es authentisch, wenn es wirklich so echte, gute Pasta muss, also ins italienische Viertel fahren. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass sie dann Brasilien bereisend, ununterbrochen in diesem Einwanderer Land in Orte gekommen bin, die hießen Novo und dann haben sie den Namen, so wie New York. Ja, York ist eigentlich in England. Ja, aber in den USA gab es dann New York. Da gibt es Novo Hamburgo, Novo Berlin. Ja, da gibt es alle diese Städte. Und dann kommt man dorthin und da sind die Einwanderer gekommen und haben sich das, was sie mitgebracht haben, für sich neu aufgebaut. Und da haben wir irgendwann mit diesen ganzen Flüchtlings- und Asylanten-Debatten und diesen ganzen Schreckgespensten und diesen Ängsten von den Menschen, haben wir gedacht, ja, wenn ihr sie nicht sehen wollt, jetzt einmal, gerade so kurz nach ihrer Ankunft, wenn das euch so dermaßen schreckt, gebt sie einen Baugrund und lasst sie neu Aleppo bauen, ja? Oder neu Damaskus. Und dann wird man ja sehen, ob das einen gewissen Reiz dann produziert, dass man dann sagt, da kann man gut essen, oder die haben für bestimmte Handwerksgeschichten die, wirklich die Spezialisten, für die man keinen deutschen Handwerker mehr findet und so. Ja? Und dann gehen die Leute hin. Andere, die in Neu-Aleppo, sagen wir jetzt, Erfolg haben und Dings, die wollen dann aus Statusgründen wieder von dort weg und wollen dann nach Kreuzberg, also zum Beispiel nach Berlin. Ja. Und da beginnt dann eine organische Vermischung. Es wird auch kreuz und quer geheiratet und alles Mögliche. Ja. Aber wenn ihr euch schon fürchtet, ja, dann verfolgt sie nicht, sondern lasst sie in Ruhe und lasst sie ihnen ihre Heimat neu aufbauen und euch zeigen, dass es vielleicht attraktiv ist, dass es was bringt für die Gesellschaft, ja? Dass es ein Angebot ist, ja? An die Autochtonen. Und das ist auch der Unterschied, zum Beispiel also Little Italy oder in São Paulo, diese Bairros, die sind ja nicht geschlossen. Ja? Da kann ja jeder rein und jeder raus. Ja? Sie haben halt nur einen spezifischen kulturellen Stempel. Im Grunde. Ja. Also ich habe zum Beispiel in São Paulo gelebt, in einem Bezirk, der hieß Brooklyn Paulista, hat aber mit USA überhaupt nichts zu tun gehabt, mit New York, obwohl er Brooklyn hieß, sondern war historisch das Einwanderzentrum, wo sie sich gegenseitig geholfen haben von den Holländern. Ja. Und da gibt es noch viele Spuren, wenn man es weiß, dass man das sieht. Ja. Da sind die Holländer gekommen. Ursprünglich. Gut, aber als ich gekommen bin, 5 Generationen später, habe ich kein Wort Holländisch mehr dort gehört. Sondern es gab noch so kulturell so durchgesickerte Sachen und es gab ein paar Spezifika, wo dann auch Leute von Nebenbezirk gekommen sind, wenn man das in Brooklyn nicht besonders attraktiv oder gut ist. Ja? Und das hat sich total vermischt. Und die haben vielleicht noch irgendwo ein Großvater hat noch Flämisch oder Niederlands gesprochen, die Kinder haben alle also, natürlich selbstverständlich Portugiesisch gelernt, sind in portugiesischsprachige Schulen gegangen und das war alles kein Problem. Ein Ghetto ist deswegen der falsche Eindruck, falsche Ausdruck, weil es den Eindruck erweckt, man ist drinnen gefangen,
ausgesperrt, ja, und weil es von außen ausgesperrt und von innen eingesperrt. Das ist ja nicht gemeint mit diesen. Es hat ja auch nie in New York irgendwer ein Problem gesehen, einer fehlenden gesellschaftlichen Durchmischung, weil es Chinatown gibt, obwohl das eine ganz andere Kultur ist als die John Wayne-Kultur zum Beispiel. Also Heimat entsteht in Migrantenenklaven, habe ich auch in Ihrer Ausstellung gelernt, Frau Scheuermann. So sind alle großen Metropolen in Europa entstanden, Paris, Berlin, London, Amsterdam, Brüssel, Barcelona etc. Und ganz interessant ist ja, dass wenn man über Heimat spricht, man heute sehr oft den Begriff in Städten verhandelt. Das widerspricht ungefähr dem Heimatbegriff oder der Definition, wie er traditionell ist, wie er zum Beispiel im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm steht. Da liest man noch das Land oder der Landstrich, in dem man geboren ist oder bleibenden Aufenthalt hat. Das ist irgendwo in den Sedimenten des Kollektivgedächtnisses, glaube ich, verankert. Und jetzt können Sie das alles in Frage stellen. Das können Sie mit einem Zitat von Robert Menasse tun, der nämlich geschrieben hat: Solange es Menschen gibt, die glauben, man dürfe die Heimat nicht in Frage stellen, solange muss man die Heimat in Frage stellen. Sie sind dran. Sie haben sicher viele Fragen. Stellen Sie sie. Einer muss anfangen. Nein, es muss keiner anfangen. Wir können auch rauchen gehen. Es waren eine Reihe von Inputs. Es waren eine Reihe von Inputs, die man ja wirken lassen kann und darüber nachdenken. Da muss man nicht gleich sofort was sagen, oder? Können wir auch machen. Nein. Einer von beiden. Also gut, dann fange ich halt mal an. Ich hatte jetzt gegen Ende der Diskussion oder Ihrer Vorträge ein bisschen den Eindruck, das Ganze zerbröselt in wirklich eine kleinteilige Heimatdiskussion in Richtung Flüchtlinge, wie man mit Flüchtlingen in Städten umgeht. Und eigentlich haben wir hintendran immer dieses riesige Gebilde EU. Ja? Und auch der Begriff der Nation, der hat sich auf einmal unheimlich verdünnisiert. Ich denke, so einfach kann man das alles nicht wegschieben. Die Nation, glaube ich, hat ja auch eine Bedeutsamkeit gekriegt in der Entwicklung, dass eine bestimmte Schicht oder ich sage jetzt ruhig mal Klasse, das Bürgertum, es darauf angelegt hat, ein Gebiet zu haben, wo sie Handel und Wandel ohne Grenzen, ohne Zölle, ohne Hindernis einfach machen können. Das heißt, die Interessen, sich irgendwo wohlzufühlen im Sinne von Heimat und hier bin ich heimisch, das ist ein bisschen engstirnig. Es gibt engstirnig. Es gibt Leute, die wollten ihr Glück eben nicht nur in Offenbach machen oder ich weiß nicht was in Ludwigshafen, sondern die wollten ihr Glück richtig massiv machen, groß rauskommen, Geld verdienen, ja. Und das Wirtschaftssystem, was sich da Kapitalismus nennt, das hat ihnen da durchaus eine Chance gegeben. Ja? Diese Freiheit, die man ihnen versprochen hat, die haben sie zum Teil auch weitlich ausgenutzt. Der Witz ist nur, irgendwann mal ist sogar diese Nation für dieses riesige Unternehmen Kapitalismus zu klein geworden. Wir haben ja mittlerweile sowas wie Globalisierung, respektive Europa, ist eigentlich ein Gebilde, wo die meisten großen Unternehmen untereinander ihren Gewinn erwirtschaften. Das ist Europa, das ist ein Wirtschaftsraum. Also es ist immer noch die EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das darf man nicht vergessen. Das ist so. Und wenn man das sozusagen einfach unter den Teppich kehrt und sagt, naja, Hauptsache, wir arbeiten an der Basis, ist absolut wichtig, finde ich toll. Dann vergisst man trotzdem, was da oben alles passiert. Das ist irre. Und es wird uns unheimlich schwer gemacht, gegen diese unglaubliche Wirtschaftsmächte, die sich da aufgebaut haben. Also zum Beispiel nehmen wir mal Heimat im Sinne dieser Idylle, Land, Acker, Grünfläche. Wenn Sie sich mal umgucken, wie mittlerweile ausgeräumt unsere Ackerflächen aussehen, wie durch die großen Agrarflächen, das was Heimat im Sinne von Insekten, von Tieren, von Vögeln ausgemacht hat, wie das immer weiter zusammenschrumpft.
Dann kann man sagen, also da sollte man mal überlegen, woher das eigentlich kommt. Ja. Herr Menasse, ich glaube, Sie sind angesprochen, wenn ich das Ich bin nicht angesprochen, aber ich bin im Widerspruch. Zum letzten Satz, da brauche ich nicht sagen, das ist immer richtig, wenn man sagt, man soll sich überlegen, woher sowas kommt. Das kann nie, das ist nie falsch. Aber ich möchte Ihnen also ein paar Hinweise geben, nur damit Sie Dinge, wo Sie sozusagen auf der richtigen Spur sind, aber ein paar Dinge auch übersehen. Wenn man sagt, die Nation hat immer noch irgendwie diese Bedeutung und eine Nation hat eine historische Bedeutung, ja, hat eine historische Bedeutung. Was ist mit der Nationsbildung passiert? Nichts anderes als zum Beispiel der deutschen Nation, dass aus 40 Kleinstaaten ein großer gemeinsamer Markt wurde. Mit einer gemeinsamen Währung und einem gemeinsamen Rechtszustand. Oder dann auch Unrechtszustand. Viel mehr Zeit in Unrechtszustand, aber gemeinsamer Markt. Ja? Das ist mit Frankreich passiert, mit den ganzen französischen Provinzen und so weiter. Es kann mir aber kein Mensch erklären, warum, wenn aus 40 deutschen Kleinstaaten ein gemeinsamer Markt entstanden ist, warum das das Ende der Geschichte sein soll. Warum man dann sagt, das ist jetzt so geschehen und das kann man nie wieder in Frage stellen, man darf nie mehr die deutsche Nation, also nur in Frage stellen, dass man das vielleicht einmal überwinden könnte, dass das einmal aufgeht wirklich in einem gemeinsamen Europa. So wie die deutsche Nation entstanden ist, so wird sie wieder untergehen. Je früher Sie sich das klar machen, umso besser für Sie und Ihre Enkelkinder. Ja? Und so ist ein Anfang und Grund. Alles, was eine Geschichte an Anfang hat, hat eine Geschichte ein Ende. Das ist einfach so. Ja, so wie unser individuelles Leben endlich ist. Die Nation hat, so sie ihren Sinn hatte, den Sinn und Vernunftgrund erfüllt. Die Herstellung eines größeren Wirtschaftsraums. Eine bestimmte Klasse, da haben Sie recht, hat das für sich so gut organisiert. Ja, es gehen politische Systeme und Wirtschaftssysteme im Laufe der Geschichte immer wieder unter, weil sich Produktionsbedingungen ändern, das muss ich Ihnen alles nicht erklären, und die fordern dann eine andere politische Organisationsform, in der sie sich wieder weiter entfalten können. Stimmt's? Gut. Die sind in den Nationen ja längst an ihre Grenzen gestoßen. Nur der Unterschied zwischen den ökonomischen Interessen, die zu einer Nationsbildung geführt haben, zur Entwicklung der heutigen EU, wissen Sie, was der Unterschied ist? Die Europäische Union als Idee ist die erste politische Organisationsform in der Geschichte der Menschheit, die nicht logische Konsequenz von ökonomischen Interessen ist und nicht durch ökonomische Interessen durchgesetzt wurde, sondern die europäische Idee ist das Produkt von einem von historischen Katastrophen, aus denen juristische und moralische Lehren gezogen wurden. Die europäische Idee ist daher eine Idee. Ja, so. Jetzt haben aber die Menschen, die das auf die Schiene gestellt haben, ja, und die das einmal begonnen haben, das Einigungs- und Friedensprojekt, waren sehr kluge Menschen. Und die haben etwas gewusst, was auch schon der deutsche Philosoph Karl Chemnitz gesagt hat, nämlich die Ökonomie ist die Basis. Man kann kein utopisches Projekt dauerhaft in die Welt setzen, wenn es nicht auf einer ökonomischen Basis steht und ökonomisch sozusagen verwurzelt ist. Aber die Europäische Union ist das erste Projekt, dem sozusagen die Form des Wirtschaftens nicht in der Idee eingeschrieben ist. Das heißt, in den Rahmenbedingungen der europäischen Idee können Sie auf die Agenda schreiben, neoliberalistisches Wirtschaften, Sie können rheinischen Kapitalismus, Sie können sozialistische Planwirtschaft, alles ist möglich im Rahmen der europäischen Idee und entwickelt sich entsprechend der gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnis in der Union. Und solange die Nationalisten stark sind und sogar jetzt immer stärker werden, ja, werden sie nie im Leben alles das erleben, was sie sich eigentlich von einer vernünftigen Gemeinschaft erhoffen. Das ist ganz klar. Das Kräfteverhältnis ist schlecht, aber das ist nicht die Schuld der europäischen Idee. Ja.
wenn Sie, wenn Sie also sagen, die Europäische Union ist im Grunde ein Gebilde, in der sich die großen Konzerne die Dinge untereinander ausmachen, dann möchte ich Ihnen jetzt rhetorisch eine Frage stellen. Glauben Sie, dass ein einziges europäisches Land, und ich rede nicht von Österreich oder von Zypern, nämlich einer halben kleinen Insel, ich rede zum Beispiel auch vom großen, mächtigen Deutschland. Glauben Sie, dass das große, mächtige Deutschland alleine imstande ist, Microsoft in die Knie zu zwingen? Glauben Sie das? Sie lächeln ja nicht einmal bei der Idee, bei der Vorstellung. Ich sage Ihnen etwas. Es ist nicht imstande. Aber ich sage Ihnen jetzt noch etwas. Die Europäische Union konnte das und konnte Microsoft, Amazon und andere große Konzerne zu Milliardennachzahlungen, Google, zu Milliardensteuernachzahlungen, zu Strafzahlungen für Kartellbildungen und so weiter verpflichten. Das ist der Anfang. Und genauso wie man die Europäische Union als Wirtschaftsgebilde, wo man blind ist gegenüber der Idee sehen kann, wo sich die Konzerne, das Europa der Konzerne, ja, so sage ich Ihnen, Europa ist die einzige Möglichkeit für den Kampf gegen Konzerne. Ja. Da noch eine etwas andere Frage. Okay. Geht jetzt nicht nur an Herrn Menasse, aber es ging um den katalonischen Separatismus, den Sie als Scheitern des Nationalismus sozusagen erläutert haben. Meine Frage wäre, ob bei diesem Separatismus Heimat, und diese Frage ging vielleicht an alle drei, spielt Heimat da auch eine Rolle? Ja, das ist klar, das ist die Identität. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Vor ein paar Wochen ist mein Essay, der europäische Landbote, in einer baskischen Übersetzung erschienen. Das, also ich glaube es dem Übersetzer, weil ich kann also das nicht lesen und weiß nicht, ob es wirklich mein Buch ist, aber er sagt, das ist mein Buch und das ist auf baskisch erschienen. Und er sagt... Er war so glücklich, als er das Buch gelesen hat, aus einem einfachen Grund, weil mit diesem Buch kann er endlich auch in der innerbaskischen Diskussion das klar machen, dass es nicht um eine Nationsbildung in einer kleinen Nation innerhalb einer größeren Nation geht, sondern um Autonomie. Und das allerdeutlichste Beispiel in der gegenwärtigen Entwicklung und in den entsprechenden Diskussionen ist ja Schottland. In Schottland, das ist das schottische Referendum vor dem Brexit noch, wenn Sie sich erinnern können, als das schottische Referendum stattgefunden hat, hat der damalige Kommissionspräsident Barroso, also ein wirklicher Totengräber des europäischen Gedankens, den Schotten gedroht, hat gesagt, wenn ihr austreten werdet aus United Kingdom, seid ihr auch aus der EU draußen, überlegt euch das gut. Wir wissen heute von Wählerstromanalysen und von Daten und von Umfragen, dass diese Drohung den Pro-Austritt, also der Partei, 8-10% gekostet hat. Das heißt, hätte Barroso das nicht gesagt, wäre Schottland schon draußen. Und das Witzige ist aber das, die Schotten sind die Europäer. Die sind deswegen, haben die gegen den Austritt von United Kingdom, weil sie in der EU bleiben wollten. Und dann machen die den Brexit in London, das Referendum, ja, verstehen Sie? Und der Wahnsinn war, dass Barroso die Europäer bedroht hat und die Nationalisten in London unterstützt hat. Und das ist verkehrte Welt, ja, das ist eine verkehrte Politik. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Regeln, diese Identitäten, die schottische Identität, dieses Wissen, dass wir als Schottland am besten leben in dem Reichtum der europäischen Regionen und nicht als Fußnote der Londoner Nationalisten. Ja? Das heißt, die Londoner Regierung, die englische Regierung, in ihrer nie psychisch verarbeiteten imperialistischen Großmannssucht, ja, glauben, sie können alleine, sind sie einfach super da in der Welt und haben nur den Commonwealth und so weiter. Und diese Nationen sind die Gefahr. Und diese, die sich abspalten wollenden Regionen sind eigentlich die Zukunft.
Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass der Brexit stattgefunden hat. Das möchte ich bei der Gelegenheit gleich sagen. Und zwar, weil Sie sagen, es ist alles nur Wirtschaft. Ja? Es geht auch um Ideale, es geht auch um Ideen. Und ich zum Beispiel habe es als riesengroßen Skandal empfunden, ja? Bis zum Tag, also wo ich dann erfahren habe, Brexit. Ich habe es als riesigen Skandal erfunden, dass England als einziges EU-Mitgliedsland sich geweigert hat, die Europäische Menschenrechtsdeklaration zu unterschreiben. Ja? Und dass Brüssel, die Kommission, der damalige Kommissionspräsident hat gesagt, eigentlich muss man jetzt England rauswerfen, weil nach dem Maastricht- und nach dem Lissabon-Vertrag muss jedes Land die Europäische Menschenrechtsdeklaration unterschreiben und man kann nur Mitglied der Europäischen Union werden, wenn man sie unterschreibt. Ja? Das ist die Grundlage, das Grundrecht, das Verfassungsrecht der Europäischen Union ist die Menschenrechtsdeklaration. Und die Engländer haben gesagt, wir unterschreiben das nicht. Und auf die Frage, warum, haben sie gesagt, we as ruling nation of Commonwealth, ja, haben nicht das geringste Interesse daran, dass wegen Sklaven- und Kinderarbeit in einem der Commonwealth-Staaten wir von einem europäischen Gerichtshof gezerrt werden. So, und da habe ich gesagt, geht's raus, das widerspricht der europäischen Idee. Und da könnt ihr Wirtschaften so viel, wo jetzt mit eure, und mit eure englischen Autos auf der falschen Straßenseite fahren, das ist egal. Das muss egal sein, wenn es auch um eine Idee geht. Ja? Und es hat sich aber die Idee zum Glück durchgesetzt. Und ab jetzt ist es klar, ab jetzt ist es klar. Ja? Und ich sage noch etwas zu diesem, wenn Sie sagen, nur Wirtschaft. Es gibt, aber es ist jetzt mal so durchgeklungen. Ich sage Ihnen noch etwas. Die EU macht natürlich Wirtschaftsverträge zum Beispiel mit Nicht-EU-Staaten. Ja? Naja, das ist im Moment so der Fall, aber die Rahmenbedingungen sind andere. Damit Sie sehen, was ich meine, was auch die Wertigkeit der Ideen oder Ansprüche der Union. Wenn Deutschland einen bilateralen Vertrag macht mit einem anderen Staat, einem außereuropäischen, dann geht es knallhart um Wirtschaftsfragen. Ja? Wenn die Europäische Union als Union einen Wirtschaftsvertrag macht mit einem nicht-europäischen Staat, ist ein Großteil des Vertragswerkes, nicht nur zum Beispiel Import von Bananen aus Paraguay, sagen wir. Was kann man dafür verhandeln? Qualitätskriterien, Menge und solche Dinge. Aber da wird mit in den Vertrag hineingeschrieben, soziale Standards in den Produktionsorten, in den Plantagen, es darf keine Kinderarbeit herrschen, es muss Mindestlohn geben, es muss soziale Absicherung der Plantagenarbeiter geben und so weiter und so weiter. Menschenrechtsfragen werden klipp und klar in einen Bananenimportvertrag hineingeschrieben. Ja? Erklären Sie das einmal dem deutschen Wirtschaftsminister, dass er das bei bilateralen Verträgen machen soll. Und don't blame United Europe. Wir machen das in Europa. Wir machen das. Jetzt war die Frage, glaube ich, auch an alle, welche Rolle die Segregation, Separation, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden, für den Heimatbegriff, die Separatisten für den Heimatbegriff spielen. Welche Rolle Heimat? Okay. Welche Bedeutung sozusagen eben Heimat und Heimatgefühle im Rahmen dieses Separatismus spielen, am Beispiel Katalonien oder Baskenland, Schottland, wie auch immer. Gut, in meiner eigenen Sprache. Frau Mazzini, gewachsene Kultur. Entschuldigung. Wenn ich richtig verstehe, welche Rolle spielt der Begriff von Heimat bei den Separatisten? Oder? Ja. Also, die einfachste Frage wäre, das weiß ich nicht, weil ich nicht Separatist bin, aber ich versuche, das zu erklären. Und einerseits, was auch nach meiner Meinung auch sehr blochianisch wiederum ist, also nicht gleich sagen, Separatisten, sie sind ganz falsch, weg, ich will nicht mit ihnen sprechen. Auch andere italienische Intellektuelle, die schätze, meinte, man muss genau mit denen sprechen und genau versuchen zu verstehen, was sie meint. Also ich beziehe mich jetzt auf Erbschaft, diese Zeit, wo Bloch auch schon bei den Entstehen von Nationalsozialismus Begriffe wie auch Heimat, die sind von den Nationalsozialisten, dann müssen wir sie nicht berühren. Und da als auch Italienerin, die in Deutschland lebe, vielleicht kann ich auch das reinbringen, man
ich kann vielleicht etwas versuchen, dass man sagt, Heimat ist doch wichtig und diese Angst, es gibt vielleicht EU, die uns klaut und immer EU wie ein böser Geist da oben, das teilweise ist, aber vielleicht auch, weil der Name von EU für sich einfach nur hält, aber auch die EU ist nicht die einzige mögliche EU. Man könnte auch von sagen, dass sie jetzt diesen Namen vertretend haben, aber die EU ist auch etwas anderes, als was nur die Europäische Kommission. Aber daneben, welche Rolle der Begriff von Heimat, ich denke, spielt eine zentrale Rolle, aber wir haben auch hier heute Abend gesagt, Heimat ist zentral, ist Identität und man kann von Multidentität, es gibt in alle Fächer oder in, viel, also in der Psychologie, man weiß, es gibt nicht nur eine Identität und ich spreche jetzt nicht von Mr. Jekyll und Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also wir haben viel mehr Identitäten, Gott sei Dank. Das, aber vielleicht ist eine Sorte, man merkt, dass etwas verloren geht, wenn ich versuche, auch Verwandte von mir sind Separatisten in der schlechten Weise, die ich sehe. Also Leganor wirklich auch in diesem Sinne. Und die sind gute Menschen. Deswegen versuche ich auch, sie zu verstehen. Jetzt nicht so persönlich, aber mit diesen Globalisierungstendenzen gibt es natürlich als Gegentendenz einerseits, wo bin ich jetzt? Wenn ich zu allgemein, wenn wir jetzt von Holland sprechen, wenn Wasser überall ist, kann ich nicht mehr laufen, kann ich nicht mehr leben, ich bin kein Fisch, ich sterbe, Punkt. Und dann braucht man Kanäle, also das sehe ich als eher Metapher, also diese Kanäle sind kleine Identitäten, die man baut, wo man auch, hier ist Wasser, sehr schön, und hier ist Land und hier kann ich laufen. Ich weiß nicht, ob die Metapher klar ist, aber natürlich mit der Globalisierung gibt es dieses Risiko, was auch in Philosophie mit allgemeine Postmoderne bezeichnet. Also es gibt Unterschiede und es gibt, ein Kollege hat auch ein Buch über männliche, westliche, weiße Mann und manchmal, in manchen Orten muss man fast sogar Angst haben, also ich weiß nicht, aber das, also wo nur Diversität, alles muss gemischt sein, nee, muss nicht, kann. So, das wäre eher die Idee. Aber als Gegenreaktion gibt es diese Idee, sie wollen unsere Identität klauen, jetzt müssen wir uns schließen. Was süß vielleicht auch sein kann, aber sehr naiv, weil um sich ganz zu schließen, ist der Tod. In der politischen Theorie wurde auch oft der Staat oder die Monarchie oder so mit einem Körper verglichen. Und das können wir auch jetzt sehen, wenn ein Körper, also wenn eine Nation sich ghettisiert, wenn wir dieses Wort wieder nutzen, wenn sie sich ganz schließt, auch wie ein menschlicher Körper, wenn es nichts von draußen kommen kann, kann man nicht atmen, nicht essen, also man stirbt ziemlich schnell. Und so ist auch eine kleine Gruppe, wenn man ganz allein sein will, stirbt man. Interessanterweise, ich habe nichts gegen Separatisten wie Schottland, wie Sie meinten, aber also ich denke, ich muss immer in Italien denken, die Separatisten, die gleich wie Nationalisten sind. Und da wäre diese Antwort, wo der Heimatbegriff vielleicht ein bisschen zu statisch und zu nur auf Vergangenheit bezogen wird. Geografisch wäre auch gut, weil, wie Sie sagen, in einem Ort gibt es 170 oder sowas Nationen, also das wäre auch sehr multikulti, aber nur zeitlich und in einem Ort. Aber die Separatisten selbst und die Nationalisten, sagen wir jetzt so, paradoxerweise, wie ich das sehe, sind manchmal europäistischer als Europäister. So, das sage ich ein bisschen, um Scherz über sie zu machen. Aber es gibt Le Pen, die sehr gern mit Lega Nord Anhänger spricht. Man sprach sogar in Italien vielleicht an Liebes- oder Flirtbeziehung. Aber die Separatisten, die Nationalisten müssen sich auf europäischer Ebene manchmal zusammen machen, um zu gewinnen, um ein bisschen mehr Stimme zu haben in der Europäischen Union. Das finde ich eine schöne Nebenwirkung von dieser kleinen Krankheit. So, Entschuldigung. Aber wenn ich das vielleicht noch mal kurz aufgreifen kann, Katalonien ist eine sehr wirtschaftsstarke Region in Europa. Die Lombardei ist die wirtschaftsstärkste zufälligerweise in Europa. Sorry für die Schwaben, aber es ist so. Und jetzt könnte man ja die Frage dann präzisieren, wenn die Wirtschaft so ein starkes Argument ist, auch in den Finanzausgleichszahlungen an Süditalien, die kommen dann immer sehr schnell ins Spiel. Welche Rolle spielt dann Heimat als Begriff, Heimat Lombardei, Heimat Region
in den Argumentationen der Separatisten? Ich denke, genau zentral, wenn wir ein bisschen auf Philosophie, das kann uns helfen, dieses Prinzip von Ökonomie, wir denken niemandem böse, Behörde oder nicht, von EU oder was weiß ich, aber eigentlich, das Wort kommt aus Oikos, Haus. Und wenn ich richtig sage, dann Heimat ist auch diese Hausheimsein. Also streng genommen ist Ökonomie eigentlich. Oikos war nicht nur etwas, was um Geld ging, aber auch die Organisation des Hauses. Und wirklich auch und zu gucken mit Objekten, mit Sachen und so. Ist doch wichtig. Ich meine, wir oft sehr intuitiv denken wir gleich nur an Banken und sowas, aber Ökonomie ist auch, um die Sachen zusammen zu organisieren, um ein Haus, um ein Zuhause und eine kleine Heimat vielleicht zu tun. Ökonomisch denken wir auch intellektuell, es geht nicht nur um Geld. Wenn ich jetzt in der Bibliothek bin und ich habe 3 Stunden, muss ich ökonomisch denken und irgendwie werde ich nur, muss ich mich organisieren, um meine kleine Heimat von Gedanken sammeln und dann entscheiden, welche Bücher ich lese. Wenn ich Internet schaue, muss ich Ökonomie machen und gucken, welche Seiten. Also vielleicht wäre gut, denke ich, auch um den Begriff Heimat auch mehr Recht zu geben und auch preziöser, aber auch facettenreicher zu machen. Und deshalb auch die Ökonomie gehört dazu, aber versuchen wir das Wort Ökonomie nicht nur auf das blöde Geld und Interessen um Banken zu machen. Es gehört zu der gut gemeinte, auch italienisch, dann kann man sagen, wenn Lombardei, Organisation, auch vom Wissen, von Kultur. Gibt es noch weitere Fragen? Also hier vorne, Sie waren schon mal, aber ich weiß nicht, hat sich vorhin noch jemand gemeldet? Ich kann mich gut erinnern an einen wunderbaren Ausspruch von Bloch selbst, ein sogenannter epatierender Fernspiegel. Das heißt, ein widerspiegelndes, außerhalb befindliches Objekt, da dachte ich an die Multiversen. Und ich sehe überhaupt keinen Widerspruch zu einem Blochschen Heimatbegriff und einem kosmopolitischen Denken, dass sowohl das Nationale als auch das Internationale irgendwie sprengen könnte, weil ich nicht nur Experimenti Mundi, sondern Experimentum, ich glaube Hominis, sagt man, im Auge habe, dieses latente noch nicht der menschlichen Natur war ihm sehr wichtig. Und da hatte er eine wirkliche Utopie des menschlichen Werdens, des Prozessualen. Und ich würde sagen, dieses mir fern von der Fremde zuscheinende kann mich in meinem Heimatgefühl, in meinem Seelenhaushalt, das Wort Oikos wurde erwähnt, sehr wohl bestätigen. Und der Soziologe Rosa war ja hier, ich war leider nicht da, der hat ja auch das Resonanzphänomen im Mittelpunkt. Und ich kann sehr wohl in der Fremde, fällt mir ein, Gott schütze mich vor Regen und Wind, und Deutsche, die im Ausland sind, würde dem widersprechen, aber ich habe das erlebt, wie man in der Fremde sich sehr wohl heimatlich fühlen kann. Die enge Führung wurde ja erwähnt. Die enge Führung ist für mich eine wirkliche Zentrierung auf die menschlichen Werdeprozesse und die latenten Möglichkeiten jedes einzelnen Menschen. Und da ist Multikulti eigentlich eine ideale Gelegenheit. Das Prozessor. Darf ich dazu kurz mal was sagen? Frau Scheuermann, bitte. Was mir so ein bisschen widerspricht und was vielleicht oder auch widerfällt, ist, dass ich glaube, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass man es nicht einfach so alles, es kann nicht einfach alles von selber passieren. Und gerade dieses Thema der Separatisten auch, oder wenn man sagt, sollen sie doch Little Damaskus machen in, weiß ich, Buxtehude oder sowas, das widerspricht mir, weil es geht uns eigentlich darum, wir wollen
Marc Terkesidis war ja auch hier. Wir wollen die Interkultur, wir wollen das Gemeinsame, wir wollen das Zusammensein. Und da müssen wir, glaube ich, ganz aufpassen. Wenn wir einfach es so machen lassen, ich glaube, dann passiert es nicht so in den Bahnen, wie wir uns das jetzt vorstellen. Und als Beispiel vielleicht, auch wenn wir in der Ausstellung über Offenbach sprechen und dass sehr viel positive Dinge dort eigentlich passieren, Sie werden sagen, vielleicht von selber passieren, aber nein, da steckt unglaublich viel Arbeit dahinter, dass es funktioniert dort. Und auch dieses Thema mit dem, was ich eben über diese Arrival Cities gesprochen habe, dass nach 3 Jahren muss eigentlich die Stadt, müssen die Lehrer, müssen alle, muss die komplette Kommune wieder von vorne anfangen und allen Leuten wieder klar machen, die Rahmenbedingungen, die Regeln, unter denen wir zusammenleben, es muss immer wieder jemand da sein, der das klar macht. Und es passiert nicht von selber. Und das ist mir total wichtig. Das, finde ich, ist jetzt untergegangen so ein bisschen in den letzten Beiträgen, die wir hier hatten. Kann ich vielleicht nur als Frage formulieren. Es ist keine Ergänzung oder keine Kritik, aber ich frage mich, ob es, was du beschrieben hast, wirklich damit zu tun oder nur damit zu tun, dass es um Multikulturalität geht oder um bestimmte auch ökonomische Situationen. Also übersetzt, auch während du vorher gesprochen hast, musste ich an viele Leute, die ich kenne, die in den Theater, in der akademischen Leben, in viele Autoren und sowas, weil du hast gesagt, jede 3 Jahre gibt es jemanden Neues. Alle meine deutschen Freunde, die ich in Berlin habe, sind jede 2 Jahre weg. Und die sind alle deutsch. Also es ist auch irgendwie der Arbeitsmarkt, wie man das nennt, vielleicht auch bestimmte Enklaven, wo aber auch die Deutschen selbst sich sehr bewegen müssen und mehr in Ausland gehen oder innerhalb von Deutschland, aber weg. Also die Bezirke auch in Berlin, vielleicht Kreuzberg ist ja zu extrem, aber mehrere Städte sind auch wirklich, man nennt das Mobilität, jetzt weiß ich, in welche die neue Wort ist oder political correct, aber auf jeden Fall in Gute und die Schlechte, aber da sehe ich auch dieses Leiden, es ist nicht nur weg von Heimat, vielleicht als geografisch, aber auch das Problem von Prekariat zum Beispiel, wo man auch da Bezüge von Heimat und Arbeit finden könnte, dass viele auch erleben, ich habe keine Identität mehr, ich habe keine Arbeit, ich habe keine Stellung in der Gesellschaft, vielleicht, obwohl man im selben Ort seit 40, 50, 60 Jahren, 60, weiß ich nicht, ist. So, das ist auch etwas mit vielleicht diese Prekäre, finde ich interessant, wie man heute mit dem Prekäre, sowohl geografisch als auch ökonomisch, damit umgeht. Aber zusammenfassend, jetzt ist es zu lange Frage. Ist keine Frage. Ist ein Gedanke, das wollte ich sagen. So, dass, ob es nur mit dieser Herkunftsmischung, jetzt nenne ich so, zu tun hat, sicherlich, ich bin einverstanden, wenn es um, jetzt nenne ich auch so, ich arbeite über Armut und Armut als positiv, wo man viel lernen kann, also, aber ökonomisch auch vielleicht Probleme spricht, gemischt mit auch unterschiedlichen Ländern, weil wenn ich jetzt denke an schwierige Viertel in Italien, es gibt halt schwierige. Einige, wo es viele Ausländer gibt, aber einige, wo nur Italiener sind. Aber warum dann sind schwierig? Weil auch da die Gesetze vielleicht beigebracht werden oder neue Gesetze oder es gibt andere Gesetze. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber wie ich vielleicht viel, zu viel durch Filme, aber die Camorra oder die Mafia oder so, also da, was ich weiß, sind nicht nur Ausländer, die machen, sondern eher Italiener, die andere Gesetze als die führenden. Also diese Zusammenkommen, vielleicht auch mit der Idee von Heimat, wäre gut, dass wir das auch differenzieren, damit wir nur Schuld zu den Unterschieden von Heimat gehen, Schuld oder auch zu viele positive Sachen zu dieser Multikulturalität. Ist ein Gedanke, nicht fertig, prozesshaft. Wollen Sie noch darauf reagieren, Frau Scheuermann? Naja, ganz kurz, also ja, dem stimme ich zu, weil genauso, wenn ich über Offenbach rede, rede ich auch über mich. Also da rede ich über mich und ich rede aber genauso über die türkische Familie, die kein Wort Deutsch spricht und die das Kind jetzt in den gleichen Kindergarten wie meine Tochter stecken. Also es geht genau um dieses Zusammenleben, um das Zusammenkommen, um die gleichen Probleme, die man hat, egal woher man kommt. Aber man kommt eben in den Städten jetzt zusammen und dafür müssen wir Regeln finden, dafür müssen wir die Rahmenbedingungen finden und die gelten für alle gleich. Aber es ist wichtig, dass wir sie schaffen und sie sind jetzt anders, als sie vielleicht vor 5 oder 10 Jahren waren. Und ich glaube, das müssen wir jetzt angehen und nicht sagen, ach, wir lassen es erstmal laufen, dann gucken wir mal, wie es so läuft.
das ist, finde ich, ja. Dann nimmt man vielleicht am Ende ein ganz neues Verständnis von dem Wort Lebensform mit, was hier im Titel war. Das sind dann die Regularien, die Formalien, die den Rahmen setzen und in denen man sich dann frei entfalten kann. Das fiel mir bei Ihrer letzten Äußerung jetzt auf zum heutigen Abend. Haben Sie vielen Dank, dass Sie diskutiert haben hier auf dem Podium. Man kann sicher vieles auch noch im Kleinen jetzt bei einem Wein, Wasser, Zigarette, wie auch immer, fortsetzen. Und haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie da waren.